Hallo alle zusammen, hier ist Verena Maser. Ich bin Manga-Übersetzerin und für sehr, sehr viele Projekte zuständig, um ein bisschen Werbung zu machen, unter anderem für das Land der Juwelen, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Es geht um eine Gruppe von Juwelen, die von einem ominösen Mondvolk angegriffen wird und sich gegen diese Angriffe wehren muss. Aber eigentlich ist es noch viel mehr eine Coming-of-Age-Story, eine Story über Selbstbehauptung und jede Menge Mysterien. Und wenn ihr lieber was Einfacheres lesen wollt, dann empfehle ich euch A Man and His Cat. Es geht um einen älteren Herrn und seinen sehr dicken, sehr fetten und sehr niedlichen Kater Fukumado und über den Alltag der beiden und wie sie sich aneinander gewöhnen und aneinander wachsen und miteinander kuscheln. Und viele weitere meiner Projekte findet ihr auf meiner Webseite www.verena-maser.de. Und jetzt viel Spaß bei den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Comic-Cookies. Ich bin es, der Zukunfts-Andi. Und ich bin gerade hier dabei, die aktuelle Ausgabe zu schneiden und habe gemerkt, oh Mist, mir ist ein Fehler passiert. Denn in meiner Spur, in meiner Aufnahme, habe ich leider aber sicher das falsche Mikro ausgewählt. Alles, was ihr jetzt demnächst hören werdet, ist mit meinem Laptop-Mikro aufgezeichnet worden und nicht mit dem Headset, über das ich gerade aufnehme. Kurzum, klingt ein bisschen blöd, aber nicht so richtig schlimm. Es ist inhaltlich wieder total toll geworden und so, klar, ne? Aber audioqualitativ nicht auf dem Level, das ihr gewohnt seid. Dafür möchte ich mich ganz offiziell und herzlichst entschuldigen, euch trotzdem viel Spaß wünschen bei dieser ganz tollen Aufzeichnung, bei der tollen Runde, die wir hatten und euch vielleicht schon mal darauf hinweisen, dass euch hier ein ganz kleiner, aber feiner Einspieler erwartet, beziehungsweise ein, wie nennt man das, ein Jingle. Jingle, voll geil. Kommt jetzt regelmäßig. Viel Spaß damit. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 111 der Comic-Cookies, eurem Comic-Podcast eures Vertrauens. Und wir haben jetzt hier ein Experiment vor. Hallo, ich bin der Andi. Hi, ich bin der Patrick. Ich bin der andere Andi. Hola, Pendejos, ¿qué tal? Britstorm, yo soy. Das war voll viel flüssiger, als wir das sonst machen, oder Jungs? Ja. Gut, oder? Lassen wir so drin. Perfekt. Für eine Generalprobe war es okay. Und ich würde sagen, da wir hier nicht zu viel Veränderungen vertragen können, sollten wir jetzt in den Part übergehen, in dem wir uns einfach mal unterhalten, was wir heute sprechen wollen. Wir haben wieder einiges für euch vorbereitet, liebe Hörende. Ja, und deswegen mal die Frage an den Patrick. Was kommt da heute bei dir? Also, ich stelle das Piru und Phantasio Spezial Nummer 25 vor. Dann haben wir Piru. Und weil ich mich letztes Mal so schön ausgekotzt habe, wie mich diese Aufteilung von diesen Black-Label-Titeln nervt, habe ich die vierteilige Rorschach-Reihe von Tom King natürlich dabei. Andi? Ich habe zwei US-Serien mit dabei, gerade frische Hefte. Das eine ist King of Spies und das andere ist The Last Session. Breedstorm? Ja, ich habe das Richtige für alte Weise Dudes mitgebracht hier, nämlich von Bernhard Ludwig, Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Und dann noch aus dem Hause Crosscult, dem Bowie-Band Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume von Michael Allred. Wunderbar. Ich möchte besprechen Engels, Unternehmer und Revolutionär, erschienen bei Edition 52 und den vierten Band der Cosmic Science Fiction Comic Anthologie. Und ich weiß nicht so genau, wir haben jetzt nicht großartig darüber gesprochen, ob wir jetzt hier einen News-Part haben, aber am Tag der Aufzeichnung ist rausgekommen, dass die Leipziger Buchmesse dieses Jahr doch nicht stattfinden wird. Und wie mir scheint, und die Begründung habe ich so verstanden, nicht etwa deshalb nicht, weil das jetzt irgendwie unter Corona-Bedingungen nicht doch irgendwie möglich gewesen wäre. Es ist viel eher so, dass viel zu viele AusstellerInnen abgesagt haben und deswegen letztlich nahezu, also nicht genug Leute einfach da wären und da ihre Produkte präsentieren wollen. Wie sieht's eigentlich aus? Patrick, warst du schon mal auf der Leipziger Buchmesse? Ich hatte es letztes Jahr vor, da hatten wir ja einiges geplant, aber leider bisher noch nicht. Ich war noch nicht da. Andi, warst du schon dort? Nee, war ich auch noch nicht. Ich war überhaupt das erste Mal letztes Jahr in Leipzig, aber nicht zu einer Messe und Buchmesse noch nicht. Oh. WGT, bam, bam, bam. Und wie sieht's bei dir aus, Brizo? Nein,
wir hatten ja die Buchmesse in Frankfurt und aus der großen Enttäuschung, wie da mit Comics umgegangen wurde, habe ich das dann gelassen und mich komplett auf Drei Eich verlagert, was Buchmessen-ähnliche Veranstaltungen betrifft, sprich dem Buchon. Und das reicht mir vollkommen aus. Ja, ja. Gut, jetzt ist, glaube ich, Leipzig schon deutlich comiclastiger als Frankfurt. Aber wisst ihr, wem auch sei, ich war noch nie da und es wird dieses Jahr auch nicht der Fall sein. So, jetzt muss ich gucken, ob wir hier mit der Reihenfolge klarkommen. Ich glaube, ganz zu Beginn wäre jetzt Andi, glaube ich, dran mit den Besprechungen, richtig? Keine Ahnung, der Breedstorm will hier auf jeden Fall der Letzte sein, das weiß ich noch. Sehr Aber gut. Ich kann ja mal anfangen. Gib dir. Also, ich kaufe ja selten Heftserien mittlerweile, eigentlich nur noch Sammelbände. Aber neulich, nach langer Zeit, war ich mal wieder im Comicladen und habe mir auch mal wieder ein bisschen Zeit genommen, mal ein bisschen zu stöbern und mich umzugucken. Und habe zwei Nummer Einsen mal mitgenommen, die gerade so da waren und mich angesprochen haben. Und die erste davon ist die Nummer 1 von King of Spies, gezeichnet von Matteo Scalera, getextet von Mark Miller, Lettering von Clem Robbins und die Farben von Giovanna Nero, erschienen bei Netflix-Image Comics, also natürlich über die Mark Miller World-Geschichte, die ja mittlerweile zu Netflix gehört, aber über Image erscheint. Ist eine vierteilige Heftreihe. Ich habe jetzt hier Heft 1, ich glaube Heft 2 ist mittlerweile auch raus, habe ich aber noch nicht. Und ist, wie der Name schon sagt, eine Agentenreihe, King of Spies. Es geht um die Figur Roland King, der dieses erste Heft beginnt im Jahre 1990 in Panama. Es geht um die Jagd auf Noriega, als die USA in Panama mehr oder minder einmarschiert sind, um Noriega zu entmachten und zu verhaften. Man wird direkt auf den ersten Seiten mitten in die Action reingeworfen. Dieser Agent, den wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht kennen, ein britischer Agent, Roland King, ist auf der Flucht und schießt sich den Weg frei durch diverse Militärs auf der Jagd nach seinem Gegner, wer auch immer, man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ja, erfüllt mehr oder minder seinen Auftrag, das passiert auf so ein paar Seiten. Und dann gibt es einen großen Zeitsprung ins heutige London, also über fast 30 Jahre ist der Zeitsprung. Roland King ist mittlerweile 65 Jahre alt, ist nicht mehr im aktiven Dienst, macht nur noch so administrative Sachen, hat diverse Orden verliehen bekommen, ist allerdings auch ziemlich desillusioniert von der Welt, wie sie geworden ist, ist an dem Punkt angelangt, wo er sagt, Mensch, mein Vater und mein Großvater, die haben irgendwie in Kriegen gekämpft, wo es irgendwie so richtig um was ging und wo sie die Welt besser machen wollten und ich habe eigentlich nur komische Aufträge erfüllt, an denen wir uns alle bereichert haben, aber eine bessere Welt haben wir damit nicht geschaffen und findet dann auch noch raus, dass er an einem Tumor leidet und nur noch so circa 6 Monate zu leben hat. Er blickt auf sein Leben zurück, das er bisher geführt hat. Auch privat ist es nicht gelaufen. Mit der Frau hat es nicht geklappt. Mit dem Kind oder den Kindern ist er entzweit. Und jetzt, also quasi Spoiler fürs erste Heft, Ende, macht es sich zum Ziel innerhalb dieser letzten Monate, die noch hat, quasi, er sagt dann sowas wie, wenn ich schon zur Hölle gehen muss, dann nehme ich wenigstens noch die ganzen Arschlöcher mit, die ich so finden kann und versuche, die Welt irgendwie auf meine Art nochmal besser zu machen. Man merkt, es ist eine relativ klassische Geschichte, so von dem gealterten Helden, auch so diese Story-Mechanik mit, ich habe nur noch so und so lang zu leben und in der Zeit versuche ich noch irgendwie einen Auftrag zu erfüllen oder irgendwas gut zu machen oder irgendwas richtig zu machen. Das ist relativ bekannt natürlich. Ich habe ein Fable für so Geschichten um so gealterte Helden, also natürlich gerade so Dark Knight Returns war in den 80er Jahren so ein Ding, dann der Clint Eastwood Western Erbarmungslos, irgendwie in den frühen 90ern war so ein Ding und was mich bei der Serie hauptsächlich auch angesprochen hat, sind einfach die Zeichnungen von Matteo Scalera. Ich hatte auf seinem Instagram-Kanal schon Zeichnungen gesehen, da in Schwarz-Weiß, die finde ich ganz, ganz hervorragend. Matteo Scalera hat ja auch unter anderem die Black Science-Reihe mit Rick Remender zusammen gemacht, da bin ich so richtig Fan von ihm geworden.
Und ja, als ich dann im Comicladen war und gesehen habe, dass da gerade die Nummer 1 da ist und ich die Zeichnungen von Instagram schon kannte, dachte ich mir, nehme ich mal mit, probiere ich mal aus und hatte damit Spaß. Matteo Scalera ist ein hervorragender Zeichner für so Action-Sequenzen. Seine Illustrationen schwanken so zwischen realistisch und cartoonig, was ich sehr gerne mag, dass seine Figuren eben so leichten cartoonigen Einschlag haben, ohne aber so richtig den Animationsstil zu haben. Farbgebung finde ich auch sehr gelungen bei dem Heft. Also es ist ein guter Unterhaltungscomic auf hohem illustratorischen Niveau. Und mit ja so 4 Heften, also sprich, es wird ein Paperback dann halt wieder werden, das, soweit ich weiß, für Mai angekündigt ist, hoffe ich mir, dass das ein unterhaltsamer, einbändiger Comic ist, wie so ein, ja, wie man es von Mark Miller teilweise eben auch so kennt, wie so ein Actionfilm, der einfach mal für 2 Stunden Spaß macht, auf einem hohen handwerklichen Niveau und ein guter Unterhaltungscomic ist. Hatte irgendwer von dem Comic schon was mitbekommen? Natürlich nicht, aber wenn, das sind natürlich 2 Personen dahinter dem Comic, die man halt schon kennt. Also ich glaube, zu Mark Miller ist tatsächlich einfach alles schon gesagt. Der hat so viel gemacht, man sagt immer, okay, das Zeug ist geil, das ist unterhaltsam, ist kurzlebig. Manchmal sind seine Finals nicht so richtig geil, manchmal ist es ein bisschen schneller erzählt, aber am Ende läuft eh alles auf irgendeine Serie oder einen Film hinaus, zumindest das, was man so sagt. Du hast Netflix angesprochen und tatsächlich finde ich ihn jetzt hier auch in dem Fall gar nicht so wahnsinnig spannend. Das ist wirklich der Matteo, der ja einfach hier, denke ich, ein bisschen herausragt. Der hat ja auch diesen Harley Quinn Band gemacht, den der Patrick mir vor kurzem ausgeliehen hat. Da kann er vielleicht gleich noch was zu sagen, das ist derselbe Dude. Und Black Science sehe ich hier bei Lowa schon dran. Also ich glaube, das ist einer von den großen Science-Fiction-Leuten. Ich finde es interessant, also das Cover ist schon so ein bisschen blutig, ne? Und das, was ich so gesehen habe, auch. Ist der Rest auch so? Ja, also da geht es schon zur Sache. Also wie gesagt, gerade auch gleich auf den allerersten Seiten, also gleich auf der ersten Seite sieht man Köpfe quasi explodieren. Also wie Roland King sich da so den Weg freischießt, quer durch Panama, von Gebäuden springt, in Ambulanzwägen reinfällt, während da eine Frau gerade ihr Kind gebiert und so und Messerstechereien. Also da geht es schon groß her mit Explosionen und Schießerei und das ist schon so richtig große Breitwand-Action, die da aufgefahren wird. Und wie gesagt, also finde gerade, also für mich war es eben auch Matteo Scalera. Also ich habe wenig Mark Miller gelesen. Wir haben ja Starlight haben wir mal besprochen, den hatte ich halt gelesen. Und irgendwo vor langer Zeit hatte ich mal Wanted gelesen. Und das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich bewusst weiß, dass ich gelesen habe von Miller. Und Matteo Scalera hat auch schon eine andere Reihe mit ihm gemacht. Die hieß sowas wie Space Bandits oder so ähnlich. Das ist, glaube ich, auch nur ein Band. Aber ja, von Scalera bin ich tatsächlich echt großer Fan. Scalera, sein Zeichenstil, sein Illustrationsstil finde ich wirklich großartig. Und das war für mich auch der Grund. Also so das Konzept, so dieses so gealterter Mann, gealterter, desillusionierter Mann auf letzter Mission, das ist so ein Konzept, das mich irgendwie anspricht bei so Pulp-Abenteuer-Action-Geschichten und dann eben mit diesem Zeichner, also der Autor war es bei mir jetzt auch nicht. Ja, also eher so weniger der Roger Moore unter den Spionen und mehr so der Daniel Craig. Ja. Aber Mark Miller, der ist ja auch nicht ganz unbekannt, Patrick, ne? Wir waren ja vor kurzem auch in einem Kinofilm zusammen, das irgendwie auch auf einem Mark Miller-Comic basiert. Was hältst du von dem? Ist immer so ein Wechselbad. Also ich finde teilweise seine Filme besser. Und ja, in letzter Zeit hat er sich film- und serientechnisch dann leider nicht so sehr mit Ruhm bekleckert. Aber er ist immer wieder mal einen Blick wert, auch wenn die Qualität schwankend ist. Ja, Breedstorm mit einem guten Spionen, beziehungsweise mit der Spionage-Action kann man dich bestimmt auch unterm Ofen hervorlocken, oder? Ja, wenn es gut gemacht wird. Also er hat ja auch Kingsman, glaube ich, gemacht. Mhm. Aber ja. Spionage, da bin ich eher tatsächlich dann bei so, wo es ein bisschen, ja, weniger Action und ein bisschen mehr Nachdenken, wie, was weiß ich, zum Beispiel For Queen and Country von Greg Rucka. Damals mochte ich sehr. Das ist eher so mein Metier. Hattest du diesen Brubaker-Comic gelesen, den es dann bei dem, wo kam das raus, bei Danny Books? Sagt dir das was? Ja, habe ich auch im Regal stehen mit im Prinzip Moneypenny reist jetzt doch mal was als Agentin. Mhm. Da gab es irgendwie auch nur 2 Bände oder so, ne? Das war nie abgeschlossen worden, glaube ich. Auf Deutsch nie abgeschlossen worden. Also ich meine, ich habe 2 oder 3.
Ja, ich habe auch zwei ungelesen. Im Schrank stehen, sehr gut, haben wir was gemeinsam. Mega nice. Super, ich glaube, mit King of Spice haben wir hier einiges, sind wir fertig. Ja, dann, die Reihenfolge ist jetzt Patrick, auf geht's, go, go. Also, nachdem ich mich ja das letzte Mal so schön beschwert habe, wieso das Black Label seine Teile splittet, habe ich dann doch irgendwie nebenbei die Rorschach-Reihe von Tom King gelesen. Das ist irgendwie das Bindeglied zum Watchmen-Comic und der Watchmen-Serie. Also auf der einen Seite ist es ein Prequel, auf der anderen Seite ist es ein Sequel. Da geht es jetzt um einen neuen Rorschach, dessen Tod jetzt Ermittlungen auslöst. Also er hat versucht, den neuen Präsidentschaftskandidaten umzubringen, wurde dabei dann mit seiner Gehilfin erschossen. Und so ein Ermittlerteam kommt dann hinter eine Verschwörung, die mit Präsident Robert Redford zu tun hat, einem sehr seltsamen Comic-Autor und Zeichner namens Frank Miller. Und natürlich noch anderen Verschwörern im Hintergrund und einem Zeichner von einem Piratencomic. Also die Parallelen zu Watchmen sind vorhanden, nur es ist eben kleiner gedacht, mehr Fokus auf Rorschach. Und es ist mehr so ein Polit-Thriller. Aber er hat eben, wie es sich für einen guten Rorschach-Comic gehört, oder einen guten Watchmen-Comic, mehrere Metaebenen. Die Erzählweise erinnert sehr und wirkt wie der kleine Bruder von Watchmen. Also inklusive diesen Comic, der damit reinspielt und da so eine Art seltsame Realität reinbringt und verschwommene. Uns werden auch Weichen für die Watchmen-Serie gestellt. Also ich fand das Ding gelungen, auch wenn ich dann beim Ende dachte, ach was, das war's jetzt dahinter? Das hat hinter dieser ganzen Verschwörung gesteckt, da war ich dann so ein bisschen, naja. Aber an sich hat das Ding sehr Spaß gemacht und gerade Robert Redford gibt wohl viel her in Sachen Politik-Thriller. Das haben wir ja auch bei Winter Soldier bei dem Marvel-Film gemerkt, dass er sich für keine politische Intrige zu schade ist. Das klingt so ein bisschen wie Filmmaterial für Fans, die halt mehr von den Figuren lesen wollen, das aber jetzt eigentlich nicht so richtig irgendwie einen Impact auf irgendwas hat. Ist das so? Ach nee, ich fand das ging schon darüber ein bisschen hinaus. Das hat auch Es ist eine der würdigeren Fortsetzungen. So gesehen kannst du diese Before-Watchmen-Serie da eher als Filmmaterial bezeichnen, weil da fand ich nur die Minutemen-Reihe wirklich herausragend, die dem Ganzen eine neue Impulse hinzugefügt hat. Und auch das Artwork, das imitiert ganz gut die grummelige Atmosphäre von Watchmen, also die von George Forez. Und auch Dave Stewart hat das Ganze wieder koloriert und der bringt da so eine grummelige Stimmung rein. Und es wird auch aus mehreren Perspektiven erzählt dann immer wieder, was dann noch so ein bisschen für Rätselraten sorgt. Und das mit dem Tod von Rorschach ist kein großer Spoiler, der wird direkt auf Seite 1 erschossen. Alles klar. Das ist ja wieder Black Label. Ist das als Softcover oder als Album erschienen? Das ist wieder als Hardcover-Album erschienen. Lohnt das? Beim letzten Mal habe ich es ja kritisiert bei Hellblazer, dass das vielleicht irgendwie einfach das Artbook nicht hergibt. Wie sieht das hier aus? Das lohnt mehr als die Hellblazer-Reihe. Da habe ich jetzt mittlerweile auch den dritten Band gelesen und ich bin da nach wie vor der Meinung, als einstimmiger Band wäre das echt eine perfekte Einstiegsstory für neue Hellblazer-Fans geworden. Aber durch die Aufsplittung wirkt das eben echt unnötig in die Länge gezogen. Aber ist das nicht, aber ist hier das nicht generell auch so ein, das ist ja mehr so ein Panini-Ding, oder? Weil jetzt gerade bei der Rorschach-Reihe, die ist in den USA in 12 Heften erschienen. Ganz normal wie Watchmen damals auch. Und jetzt mittlerweile gibt es halt einen dicken Sammelband auf Englisch. Der ist im Moment erstmal nur im Hardcover erhältlich, aber da gehe ich davon aus, da wird noch ein Softcover dann kommen. Aber in Deutschland warten wir halt nicht so lange, bis die Serie ab. Als Heft bringen wir sie nicht raus und als Sammelband warten wir nicht, bis die Serie fertig ist, sondern wir bringen halt zwischendurch dann einzelne Bände raus, wo halt irgendwie meinetwegen 3 oder 4 Hefte drin sind. Das ist halt einfach so dieses Formatting. Das kann man ja nicht mal dem US-Black Label vorwerfen.
Nein, irgendwie nicht. Ich hätte es auch besser gefunden, hätte man da mehr als zwei, drei Hefte pro Band rausgebracht, sondern auch das wieder als in sich abgeschlossene Story, weil das Ganze ist sehr episodenhaft erzählt und jede Episode beleuchtet das Ganze quasi aus einem anderen Blickwinkel. Es hat auch sowas sehr Melancholisches, ein bisschen Taxi-Driver-Einfluss ist natürlich auch drin. Aber ja, Rorschach ist eben wie so eine Blaupause auf Taxi Driver, ähnlich wie der Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Also da erkennt man auch extreme Parallelen in den Handlungen mit dem neuen Rorschach. Und auch, dass Frank Miller da eingebaut wird, und das ist für ihn nicht wirklich von Vorteil. Also er wird wirklich als verschrobener, verrückter Verschwörer-Comic-Autor da eingebaut. Aber es gibt dem Ganzen eine nette Metaebene, weil sich das so halb in der Realität ja auch abgespielt hat. Ja, aber sagt mir halt vor allem, dass jetzt aus irgendeinem Grund das in Deutschland als Hardcover erscheinen muss, beziehungsweise als Album. Mir geht es gar nicht um Hard- oder Softcover, also völlig egal, sondern auf ein größer gestrecktes Format. Und das frage ich mich halt immer, ob das Artwork das überhaupt hergibt. Es ist halt ein grummeliges Artwork. Ich finde auch, es hätte es auch als ein ganzer Band getan. Also so eine vorsichtige Empfehlung, aber wartet mal ab, vielleicht kommt der als Sammelband. Dann würde ich sagen, schlagt zu. Dann bin ich dran und stelle hier was vor, das ich auch irgendwie schon seit ein paar Monaten bei mir im Regal stehen habe. Ich möchte Engels vorstellen. Engels ist ein Comic, den habe ich seit ein paar Monaten bereits bei mir im Schrank stehen und den habe ich nicht irgendwo gekauft. Nein, den habe ich in Nürnberg gekauft, als ich den Andi besucht habe. Geil, oder? Und habe ich mir gedacht, wenn das nicht der optimale Zeitpunkt ist, den endlich mal rauszukramen und dir mit, also das mal so vorzustellen, dann weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich jetzt hier Engels in der Hand. Engels heißt genau genommen Unternehmer und Revolutionär. Also Engels Unternehmer und Revolutionär ist von Menschen, die heißen Christoph Heuer. Der hat wohl Zeichnung und Szenario gemacht. Da gibt es noch Fabian W. W. Mauruschat und dann noch ein Uwe Garske, der wohl am Epilog noch beteiligt gewesen ist. Und das ganze Ding erinnert mich doch sehr an das von dem, ich glaube Lukas Koma hieß er, was ich vor einiger Zeit vorgestellt hatte. War auch so ein Geschichtscomic, ähnliches Format, auch schwarz-weiß, ganz viele Inhalte letztlich, die so einfach so ein bisschen geschichtlich geprägt sind und darum geht es irgendwie auch, Geschichte vorzustellen. Den Engels, den kannte ich nur ganz, ganz rudimentär aus eben meiner Schulzeit und da wusste ich halt, ja, das ist irgendwie so ein Linker und der hat sich natürlich so ein bisschen für eine Arbeiterklasse eingesetzt, hat mit Karl Marx zusammengearbeitet, aber was das jetzt im Detail eigentlich war, das wusste ich nicht so genau. Und ja, wir haben hier eine Biografie vor uns. Biografie, ein Thema, das wir hier auf jeden Fall noch gemeinsam auch besprechen wollen, denn am Ende dieser Ausgabe erwartet uns ja noch ja, die Biografien zu Ziggy Stardust, aka David Bowie. Und das hier ist auch wieder so eine, nur dass diese hier nicht klassisch chronologisch erzählt wird, sondern so ein bisschen episodenhaft, aber sie springt auch zwischen Episoden hin und her, uns das Leben von Engels vorstellt. Und das ist insgesamt gut gelungen und auch nicht so, es ist schon irgendwie eine Story, es hätte vielleicht ein bisschen mehr roten Faden kriegen dürfen. Denn man muss sich im Klaren sein, dass es jetzt hier auf gerade mal, was sind das, 130 Seiten, ganz viel Engels passieren muss. Da müssen ganz viele Fremdworte fallen, wenn man sich über den Sozialisten Engels unterhalten möchte. Da muss von der Bourgeoisie die Rede sein, von Unterdrückung der Arbeiterklasse und ganz viele andere Dinge, die halt auch in so einem Manifest von Karl Marx drin stehen. Und ob das deswegen als Einstieg auf dieses Thema Unterdrückung der Arbeiterklasse, Industrialisierung und eben auch, ja, wenn man so will, Bildung eines Sozialstaats, ob das jetzt die gute Einstiegslektüre oder gar Schullektüre wäre, möchte ich ganz einfach mal bestreiten. Dennoch ist es ja auch eine Biografie und uns wird dieser Engels in einem gewissen Rahmen schon irgendwie auch näher gebracht. Wir erleben seine Jugendjahre, wir erleben seine Jahre als Kind, wir erleben aber auch, wie er im Alter dann zusammen mit Marx diese Zeitung zusammen publiziert, die es gibt und wie er auch einfach auch eine bekannte Persönlichkeit schon zu Lebzeiten ist, die sich gegen eine Obrigkeit auf quasi ihr entgegenstellt. Wir erfahren, wie er seine Frau kennenlernt und wie er einfach so sein Leben verbringt.
Das könnt ihr euch auf Wikipedia auch alles vorlesen. Ich brauche jetzt hier gar nicht so weiter auf die Details eingehen. Es ist insgesamt relativ kurzweilig. Es ist in Schwarz-Weiß, aber schön. Und schön, aber schön. Also gut gezeichnet. Es verliert mich immer dann, wenn es zu sehr in die Fachmaterie geht. Das sind nicht etwa die kurzen Ausblicke in zum Beispiel so eine Weberei, wo man mal sieht, wie so ein minderjähriges Kind an so einem, ja, Webstuhl steht und da dann Fäden quasi mit den kleinen Fingern reparieren muss, so lange, bis sie halt einen Buckel kriegt und irgendwie auch Hunger und Durst hat und schwere Sachen heben muss. Nein, es verliebt mich vor allem dann, wenn es halt wirklich zu einem Vortrag wird. Wenn halt wirklich mit zum Teil auch Zitaten aus den Texten von Karl Marx, dem Kommunistischen Manifest, einfach nur noch Bilder dazu gezeigt werden, dann ist es teilweise eine Wortwahl, da muss ich mich schon relativ gut drauf konzentrieren und im besten Fall auch irgendwie noch Wikipedia am Start haben, um jetzt genau zu wissen, von welcher Gruppe hier jetzt die Rede ist. Das nimmt dann auch mal so Ausmaße an, dass wir zum Beispiel sehen, wie der junge Engels zusammen mit Freunden als Kind eine Schneeballschlacht macht und dann steht da zur Debatte, welche Gruppe jetzt gegen welche Gruppe kämpft und wen die jeweils repräsentieren. Und das werden dann werden einfach Personengruppen genannt. Ich versuche das hier gerade mal auf die Schnelle zu finden. Die kenne ich einfach nicht. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier beim schnellen Durchblättern auf die Reihe kriege. Das ist schwierig. So, pass auf, hier haben wir es jetzt. Das ist also entweder der Kampf Preußen gegen Franzosen, okay, Haken dran, das kriege ich noch hin. Oder ein Ritter gegen Sarazenen, keine Ahnung, was ein Sarazene ist. Oder dann haben wir noch Kananiter gegen Hethiter und so weiter. Ne? Also das passiert ständig, dass irgendwer irgendwie eine Personengruppe genannt wird oder irgendeine politische Ausrichtung oder so. Und ich wusste nicht so genau, worum es geht und das macht im Detail das Leseverständnis für mich ein bisschen schwerer. Es gibt eine ganze Menge Figuren, die eingeführt werden, eben teilweise auch nur für kurze Momente. Die wiederum, die kriege ich am Ende in einem Anhang dann erklärt. Also das ist dann ein Name, nochmal ein gezeichnetes Bild der Person und in 2-3 Zeilen nochmal eine kurze Erläuterung, wer diese Person letztlich ist. Das hätte ich jetzt wiederum nicht unbedingt gebraucht, weil ich dieses Defizit so während des Lesens nicht wahrgenommen habe. Und ganz zum Schluss, da kommen dann sogar nochmal ein paar Quellen, mit denen man sich beschäftigen kann. Auch das ist ganz interessant. Ja, ein Comic für Fans von Engels, die ihn im besten Fall schon kennen, vielleicht sogar geschichtlich schon ein bisschen drin sind im Thema, aber vielleicht nicht so die klassische Einstiegslektüre ins Thema. Liest sich schnell weg, ist mit 18 Euro, aber vielleicht auch 4-5 Euro zu teuer. Geschichte, Blitzer, da weiß ich, das ist dein Thema, Geschichtscomic. Hier ist tatsächlich ja Krieg irgendwie auch, spielt ja auch eine Rolle. Kann ich dich dafür begeistern mit meiner Ausführung? Jein, also ich habe sowohl von Marx als von Engels über deren Zeit in London gelesen, beziehungsweise eine Doku gesehen. Das war ganz interessant, gerade in Relation, weil man das in der DDR ja auch immer als das Heiligtum betrachtet hat. Also man hatte keine Religion, aber was die Jungs gemacht haben, das war religionsähnlich verehrt. Und es durfte auch nichts, was irgendwie negativ war vielleicht an deren Leben, weil da gab es auch nicht nur positive Sachen. Die wurden dann einfach in Biografien in der DDR gern mal verschwiegen. Also ich glaube, einer von den beiden, ich weiß nicht mehr welcher, der dann, glaube ich, mit der Haushälterin was angefangen. Und solche Dinge wurden dann einfach mal vergessen. Weil das nicht so ganz in das Konzept gepasst hat. Und aber das ist ja je nach Weltsicht immer mal gern so, dass man Dinge vergisst, die einem nicht gefallen und einfach die betont, die einem sehr gut gefallen. Also einen Blick würde ich auf jeden Fall mal riskieren. Wie gesagt, erinnert mich auch sehr an dieses Lukas-Kummer-Ding. Andi, was meinst du? Also ich habe jetzt gerade mal auf der Verlagsseite mir die Leseprobe angeschaut. Mich spricht es zeichnerisch überhaupt nicht an. Das Lettering finde ich auch ziemlich furchtbar. Da müsste ich jetzt schon sehr gesteigertes Interesse am Thema haben, um das dann mal zu lesen. Und das habe ich eigentlich nicht. Und Patrick, was sagst du? Jetzt höchstens mal beim Breedstorm. Ich bin da ganz bei Andi. Irgendwas gefällt mir daran jetzt nicht allzu sehr, beziehungsweise auch das Thema hat mich jetzt in der negativen Hinsicht, wie du es beschrieben hast, dann auch eher abgeschreckt. Alles klar. Vielleicht ein Comic, dem ein bisschen mehr roter Faden sehr gut getan hätte. Oder eben, wenn man es Breedstorm kann. Dann ist ja fast alles irgendwie erträglich. Jo. Breedstorm, it's your turn. Ja, Breedstorm ist genau das richtige Thema, weil genau dadurch bin ich zu dem folgenden Comic gekommen. Mir fehlte noch, glaube ich, 2 Euro, um auf Portofrei bei einem der gängigen Gebrauchtwarenhäuser zu kommen.
Und da habe ich wie üblich so durchgescrollt, ja, was könnte mich interessieren, ja, Mickey Mouse, na, eher nicht, Manga, auch eher nicht. Und da fiel mir ein Titel auf, Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit. Und den fand ich so lustig, dass ich einfach mal geschaut habe, was das ist. Und es ist tatsächlich ein Comic. Und zwar ist er von dem Kabarettisten, aber glaube ich auch studierten Psychologen Bernhard Ludwig aus Österreich, folglich auch bei einem Verlag aus Österreich erschienen, und zwar bei Überreuter. Das Ganze ist schon ein bisschen älteres Semester, ich glaube von 2005, und das Ganze nennt sich mit dem Untertitel Seminar Kabarett, Kabarett-Comic. Und das ist genau das, was Bernhard Ludwig wohl macht, wie ich jetzt recherchiert habe. Er hat in Kabarets Auftritte, die er so gestaltet, als wäre man auf einem Seminar. Und alles geht zum Thema Sexualität und Therapie von Sexualität. Und das ist eine sehr lustige Sache dann doch geworden. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß gehalten. Und illustriert hat es der Tim Joost in relativ einfachen Stil, so wie wir es gern von Karikaturen kennen in dieser Art und Weise. Er stellt den Herrn Ludwig so dar, wie er damals wohl auch aussah. Also ist natürlich auch sehr einfach immer gehalten, weil er sehr wenig Haare hat. Und leider sind die Posen und seine Gesichtsausdrücke immer sehr ähnlich. Also er hat sich da jetzt nicht so mega viel Arbeit gemacht. Trotzdem ist es aber sehr unterhaltsam, weil es einfach sehr lustig ist. Und wahrscheinlich einfach auch das Seminarkabarett, was der Herr Ludwig hier so abfeiert, gut darstellt. Er hat dann auch Themen, die uns alle brennend interessieren, wie zum Beispiel, was alle Frauen wirklich wollen, die Qual bei der Partnerwahl, die Heilung von eingebildeter Kleinschwänzigkeit, vorgetäuschte Orgasmen von Frauen und Männern und so weiter und so fort. Und zu diesen Themen widmet er jeweils ein Kapitel, in dem er drauf eingeht und das Publikum auch immer einbezieht. Also man sieht ihn immer so, als würde man selber im Publikum sitzen, und er fragt die dann, ja, was haltet ihr hiervon, was haltet ihr davon, wertet das dann auch aus. Und dann gibt er aber auch eindeutige Tipps, zum Beispiel, ja, was weiß ich, die Heilung von eingebildeter Kleinschwänzigkeit ist, ist natürlich ein interessantes Thema, und woher das Ganze kommt. Also es kommt natürlich vieles auch 2005 schon durch das Internet, dass das Internet uns eine Vielzahl an Pornoseiten beschert hat und man oftmals oder gerade die Jüngeren oftmals das Gefühl haben, es müsste erstens da genauso ablaufen wie in so einem Film, und B, man müsste übrigens auch genauso bestückt sein wie Leute in diesen Filmen. Und das ist natürlich von der Realität meistens relativ oft weit entfernt. Anderes ist zum Beispiel auch zu sehen mit der Partnerwahl. Da hat er auch sehr interessante Statistiken. Und er macht das immer auf eine sehr, sehr mega lustige Art und Weise. Also was weiß ich, du stellst dir zum Beispiel vor auf einer Skala von 1 bis 10. Du sagst, naja, ich halte mich persönlich vielleicht für so eine 7 oder eine 8. Und was macht man dann, um bei der Partnerwahl aber auf ein höheres Level zu kommen? Was für Schwierigkeiten gibt's dann dabei und so weiter? Also es ist einfach mega gut, und es sind die besten 1,59 €, die ich jemals investiert habe in einen großformatigen Hardcover-Band mit, ja, ist es nummeriert, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall etlichen Seiten, 80 Seiten. Sehr gut investiertes Geld, einfach lustig, launig. Und das Einzige, was ich negativ bemerken muss, ich habe das im Zustand akzeptabel gekauft. Und als ich den Band aufgeschlagen habe, kamen mir dann doch so die ein oder anderen Seiten entgegen. Und als ich es dann durchgelesen hatte, hatte ich dann alle Seiten locker. Ich weiß nicht, ob das ein Inselproblem von meinem Band ist, weil der vielleicht mal falsch gelagert wurde oder sonst irgendwas. Aber die Bindung von dem Band war äußerst mies. Andererseits sage ich natürlich 1,59 €, meine Güte, der kommt jetzt ins Regal und dann fällt mir auch keine Seite mehr raus, stört mich dann auch nicht mehr so ganz. Wie gesagt, keine Gewähr, ob das so ein Problem ist, was, oder weil er auch schon älteren Datums ist. Es erinnert so ein bisschen an die Carlsen-Alben aus den 80ern und 90ern. Die waren ja auch gern mal nicht so gut gebunden und haben Seiten verloren, und dasselbe Phänomen habe ich hier auch festgestellt. Sonst für 1,59 € klare Kaufempfehlung. Hast du eigentlich was gelernt dabei? Ich meine, wenn es so eine Art Workshop ist und so, war das wirklich, oder ist das alles rein humoristisch zu verstehen?
Du musst auch nicht sagen, was du gelernt hast, falls da was dabei wäre. Ja, also da waren schon interessante Aspekte dabei, die ich noch nie so betrachtet habe, wie er das als ja, Therapeut und Psychologe da ausgeführt hat. Also das war durchaus sehenswert und lernenswert auch. Ja, das kann man nicht anderes, also es sind halt auch Themengebiete, in die ich manchmal jetzt nicht so vordringe. Jetzt beim Thema Kleinschwänzigkeit, das hat natürlich auch sowas zu tun, wenn du einfach sehr, sehr breit bist. Wie ist denn das richtige Wort, damit ich keine Gefühle verletze? Aber wenn du vielleicht über dem Idealgewicht liegst und das sich aber so auswirkt, dass verschiedene anatomische Merkmale untereinander nicht so harmonieren, dass du deine Penisgröße richtig einschätzen kannst, dann war das, also ne, also ich bin, das ist jetzt so ein Thema, dem habe ich wenig Aufmerksamkeit geschenkt vorher, sag ich mal. Ja. Und aber auch andere Sachen innerhalb von Beziehungen war auch interessantes Thema. Er hat zum Beispiel erläutert, warum Beziehungen am Anfang immer das Verliebtsein diese typische Phase ist, zum Beispiel. Und das dann natürlich im Laufe der Jahre meistens nicht unbedingt zunimmt, und hat das Ganze dann aber auch erklärt. Und das fand ich schon sehr gut gemacht, auch wenn das jetzt zeichnerisch jetzt nicht überdurchschnittlich war, aber dafür muss es das auch nicht sein. Also ich hatte viel Spaß mit dem Ding. Kauft euch das. Das klingt ja volles Rohr, pun intended, als wäre das ein Comic, den man vor allem auch verschenken kann. Und zwar an Leute, die mit Comics eher noch nicht so den Zugang hatten, einfach aber dem Kabarett zugeneigt sind. Ist das so? Ja, oder die sich vielleicht einbilden, sie hätten so kleine Genitalien oder andere sexuelle Probleme. Ja, guck mal, hilft dir. Ja. Oder eben nettes Partygeschenk. Ja, also wer Humor hat, wird den gut finden, glaube ich. Patrick, du hast Humor, oder? Jo, klar. Und mit trockenem Humor und so kannst du auch eine Menge anfangen. Wäre das was, wo du reinschauen würdest für 1,59 oder was? Für den Preis auf jeden Fall. Und das ist eben auch wieder so ein Titel, der so bescheuert klingt, dass man das wieder lesen will, deswegen. Kabarett-Comic. Andi, wie sieht's bei dir aus? Ich habe keinen Humor. Okay, also fertig. ich lege den jetzt nicht, also das ist aber ganz unabhängig von dem Comic, behaupte ich das häufiger, dass ich keinen Humor habe, wenn es um irgendwie Komödien geht oder so. Ich habe schon Humor, aber häufig halt einen anderen oder keine Ahnung. Nee, also das ich auch da habe ich jetzt mal kurz ein paar Bilder angeschaut und von den Beschreibungen her so, also auch für 1,60 würde ich den nicht holen. Der müsste schon irgendwo so zufällig gerade auf dem Tisch liegen, dass ich mal reinblätter, aber ich würde jetzt nicht nachforschen, ob die Bücherei den hat. Auch nicht, um was zu lernen? Nee. Nee. Mega. Ja, super duper. Dann möchte ich die Runde hier erneut starten. Wir haben jetzt alle einmal alles durch und in der zweiten Runde fängt wieder an der Andi. Na dann, gehen wir mal zu der nächsten Heftreihe. Auch eine Miniserie von 5 Heften. Ich habe die ersten beiden Hefte der Reihe The Last Session. Ist erschienen beim Verlag Mad Cave. Die Zeichnungen sind von Dozer Draws aus Nürnberg. Der Text ist von Jasmine Walls und das Lettering von Micah Myers. Ich kannte den Verlag Mad Cave bisher nicht und ich wusste auch nicht, dass dieser Comic existiert. Ich kenne zwar Dozer Draws und folge auch auf Twitter und so, aber irgendwie hatte ich komplett verpasst, dass da jetzt dieser Comic existiert. Und als ich im Comicladen war, stand der einfach rum und dachte mir, spannend, nehme ich mal das erste Heft mit. Und wie gesagt, das zweite Heft habe ich auch. Also habe mir dann auch die Folgehefte dann bestellt. Es geht, also The Last Session bezieht sich auf ein Rollenspiel, klassisches Pen-and-Paper-Rollenspiel. Es geht um eine Gruppe von Freunden und Freundinnen aus, die lernen sich in der Highschool kennen, fangen zusammen eine Rollenspielkampagne an, ein Spiel namens Death Traps und Dice oder Dice und Death Traps, jetzt habe ich es doch wieder vergessen. Also ja, hier, Dice und Death Traps, also natürlich ein Dungeons and Dragons, eine Variation quasi. Also die fangen auf den ersten Seiten in der Highschool diese Kampagne an. Dann gibt es einen Zeitsprung von 4 Jahren. Die Menschen sind alle immer noch miteinander befreundet, haben aber natürlich mittlerweile so eigene Leben, gehen irgendwelchen Berufen nach oder bewerben sich an irgendwelchen weiterführenden Schulen etc. Und haben aber über die Jahre immer weiter auch weiter diese Rollenspielgruppe gehabt, aber diese erste Kampagne haben sie irgendwie nie beendet.
Und sie sind jetzt in einer Phase, wo eine der Figuren auch wahrscheinlich wegziehen wird und wo es dann nicht mehr so möglich sein wird, diese Gruppe regelmäßig aufrechtzuerhalten. Und da wollen sie diese letzte Kampagne wollen sie beenden und nochmal also zu Ende spielen. Eine der Figuren bringt dann noch die neue Freundin mit, die also nicht ursprünglich aus dieser Gruppe mit ist. Und diese neue Freundin steigt dann also auch mit in diese Kampagne ein. Es geht also zum einen um diese Kampagne und zum anderen eben auch um die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Figuren und diesen neuen Faktor dieser neuen Freundin auch in dieser Gruppe und gerade auch in dieser eingespielten Rollenspielgruppe. Der Comic zeigt auch die Kampagne dann tatsächlich als Fantasy-Comic, also die Figuren dann eben auch als Fantasy-Wesen mit eigenen Namen, mit ihren Kräften etc. in so einem Fantasy-Setting. Das heißt, der Comic springt zwischen quasi realen Szenen und Fantasy-Szenen hin und her. Den Zeichenstil mag ich sowieso sehr gerne von Dozer. Bin ich großer Fan von, auch eher so auf der cartoonigen Seite. Dozer macht auch die Farben dabei. Und dieses Konzept, so Slice-of-Life Sequenzen und dann aber auch diese Rollenspiel-Fantasy-Sequenzen miteinander zu vermischen und dazwischen abzuwechseln, fand ich sehr, sehr, sehr schön. Es hat einen schönen Ton auch von der Erzählung der Geschichte. Gute Dialoge, ist gut geschrieben. Es springt dann auch im zweiten Heft auf den allerersten Seiten wieder in diese Highschool-Zeit. Also eigentlich gibt es diese drei Zeitebenen, diese Highschool-Zeit ganz am Anfang, dann die 4 Jahre Sprung eben. Und also sind nicht 3 Zeitebenen, das stimmt nicht, das sind 3 Erzählebenen, also die 4 Jahre vorher, das Jetzt und das Jetzt als Rollenspiel. Wie gesagt, ist auf 5 Hefte angelegt, ich bin sehr gespannt, wo es da hinführen wird, freue mich schon sehr drauf. The Last Session von erschienen bei Mad Cave jetzt gerade aktuell, wird bestimmt dann, hoffe ich doch, auch ein Sammelband geben, wenn die 5 Hefte alle erschienen sind. Da kann man ja auch mal Werbung machen für den Podcast, den es dabei das alles gibt. Ihr hattet ja auch zu Ihnen oder Sie oder ich weiß jetzt nicht, die Pronomen, musst du erklären, es mir bitte. Ja. Zu Gast, richtig? Genau, also wir hatten Dozer vor ein paar Jahren bei das alles mal zu Gast. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, 2018 oder so, 17, bin mir nicht mehr sicher. Dozer ist eine non-binäre Person und da wird es im Deutschen dann ja gerne mal ein bisschen schwierig mit den Pronomen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube im Zweifelsfall maskuline Pronomen, aber ich habe es jetzt auch versucht, ein bisschen zu vermeiden, weil ich auch mit Dozer jetzt auch schon eine Weile nicht mehr so persönlich gesprochen habe, dass ich das jetzt mit 100% weiß. Also in der Twitter-Bio heißt es they/he, deswegen glaube ich im Zweifelsfall maskulin, aber ja. Ja, Dozer hat ja auch dieses Lumberjanes gemacht, was ja auch so richtig gut angekommen ist, soweit ich weiß. Also ein paar Hefte davon, genau, Lumberjanes war ja, oder ist noch, ich weiß gar nicht genau, ob die Reihe noch läuft, von verschiedenen Menschen über die Zeit gezeichnet worden und genau, da hat Dozer auch mal einen Run von einigen Heften gezeichnet, ja. Ja, ist leider so thematisch nicht so meins, muss ich sagen, dass ich tue mich immer ein bisschen schwierig mit so Roleplay-Games, ich finde es interessant, ich gucke gerne auch mal Leuten im Internet zu, wie sie das spielen, wenn ich mal viel Zeit übrig habe oder so, aber habe selbst noch nicht so den Zugang gefunden. Jetzt ist ja in 3 eigentlich nicht nur der BuCon, lieber Breedstorm, da ist ja auch dieser Rollenspiel-Convention. Für dich könnte das also was sein, oder? Ja, die 3 Eichcon ist im Prinzip das Gleiche, was die BuCon für einen Romanmarkt ist. Ist das für Rollenspiel und Fantasy und Horrorromane? Und auf jeden Fall, da würde ich sehr gerne reingucken. Ich würde das Thema Rollenspiel auch gern intensivieren und mal wieder eine Gruppe haben, aber Corona hat mich da leider so ein bisschen ausgebremst bei dem ganzen Vorhaben, aber ich hätte richtig Bock, wieder was zu machen. Hab natürlich in meinen Kaufwaren einige Bücher, die man dazu braucht, also viel Regelbücher, aber auch ja Abenteuer und ähnliches wieder mal gekauft, aber wie gesagt, man kommt halt zu nichts, ne, durch Corona, leider. Aber so Last Session, da in den Comic wird's so reinschauen. Auf jeden Fall. Und Patrick? Auf jeden Fall würde ich mal reinlesen, aber ich bin auch nicht allzu sehr in dem Rollenspiel-Genre drin. Bei mir ist es dann eher so Steam Cell und ich zock dann so diese klassischen Hack-and-Slay-Spiele. Da müsste ich mich erstmal reinfuchsen. Hast du zufällig mal das Cover gesehen oder das Artwork davon? Von diesen The Last Session von der Reihe? Nee. Das kommt mir noch relativ bekannt vor und das würde mich mal interessieren, ob dich das anspricht. Weil auch da muss ich sagen, das Artwork selber bewog mich jetzt auch nicht hinterm Ofen hervor. Das müsste halt schon mit einer richtig spannenden Story kombiniert werden, damit ich das
einfach stilistisch ansprechend finde. Handwerklich ist das ohne über jeden Zweifel erhaben, aber so stilistisch habe ich da, glaube ich, einfach noch nicht so den Zugang. Ich habe es jetzt gesehen. Ich bräuchte noch ein paar mehr Impulse. Nee, es sieht absolut grundsolide aus, nur eben nicht nach dem, was ich sonst so bevorzuge. Es ist halt schon so ohne auf der cartoonigen Ebene so ein bisschen so im Animationsstil eben auch. Hat ein bisschen was von Zeichentrickfilmen. Das mag ich halt gerade sehr gerne. Also mich spricht das eben sehr an, so wenn das so einen Animationseinfluss auch hat. Aber verstehe ich natürlich auch, wenn manche Leute es etwas realistischer mögen. Patrick, ich weiß nicht, ob du es realistischer magst, aber zumindest kannst du uns deinen zweiten Comic vorstellen. Aber das ist eine schöne Überleitung. Ja! Jetzt wird es gerade realistischer. Also sein Name war Piru. Das ist ein Comic, der spielt in den 20ern, also 1929. Juliette ist auf einem Transatlantikdampfer in Richtung New York und sie lernt einen blinden Passagier kennen, der sich da irgendwie befindet und recht schnell wird der in das Geschehen des Dampfers eingebunden und bekommt eine rote Pagenuniform. Und auf diesem Boot befindet sich zufällig auch ein gewisser Rob Vell, den dieser Junge dann zu der Comicfigur Spirou inspiriert. Also es ist so eine klassische Story, wenn du so willst, Oliver Twist auf einem Dampfer. Ein bisschen Titanic ist drin. Das ist die Origin quasi von Spirou. Und wir kriegen hier auch erklärt, was es mit dem Namen Spirou auf sich hat. Also es heißt so viel wie tollkühn und verwegen. Und dieser Piru, das ist ein sehr akrobatischer Junge, also der kann Hürdenlauf, der kann sich gut prügeln. Und er kommt in diesem Schiff dann über den Vater von Juliette quasi einer gewissen Verschwörung auf die Spur. Ja, Spirou. Das heißt so viel wie schelmisch und verwegener Junge. Und als Rob Vell diese Story erfahren hat, hat er gedacht, okay, verpasst du ihm diese rote Pagenuniform. Und dadurch war Spirou quasi geboren. Diese Juliette, die hat jetzt mittlerweile auch ein Spin-off bekommen. Das liegt bei mir jetzt auch auf den ungelesenen Stapel. Ich kam noch nicht dazu zu lesen, aber wenn ihr wollt, dass ich den das nächste Mal bespreche, meldet euch bei den Gruppen oder wo auch immer. Das heißt Mademoiselle J, eine Frau, ein Jahrhundert. Da dreht sich das um diese Juliette, die dann so ein paar historische Ereignisse quasi erlebt. Und Spirou ist dann natürlich auch an Bord. Abgerundet wird das Ganze dann eben dadurch, dass man quasi sieht, wie Rob Vell dann am Schluss Spirou im Epilog erfindet. Es ist mal eine ganz andere Erzählung von Spirou und eben auch eine realistischere und erinnert eher an so klassische Historienfilme. Und gerade das fand ich das Erfrischende. Ich habe das damals entdeckt, als ich nach Spirou in Berlin mal ein bisschen mehr von Spirou lesen wollte. Und da wurde dieser Titel dann eben sehr häufig vorgeschlagen. Letztes Jahr kam dann dieses Spin-off dazu. Und ich kann das jedem ans Herz legen, der auch nicht viel mit Spirou anfangen kann, dem das zu albern, zu cartoonig ist, weil das ist so quasi dieser interessante Mittelweg. Den hast du doch bestimmt auch gelesen, Preetzorn, oder? Das ist einer von denen, die ich noch nicht gelesen habe. Ne. Oh! Aha. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein Spirou hier liegen, diesen superschnellen Spirou. Das ist eine Bibliothek, der habe ich noch vor mir. Also nochmal, für mich jetzt als Laien, der nicht so den Fuß in der Tür hat, was Spirou angeht. Das ist eine Geschichte, die erzählt nach, quasi von irgendeinem Jungen auf irgendeinem Schiff. Und diese Person hat letztlich wen auch immer dazu motiviert, Spirou zu erfinden, richtig? Genau, Rob Vell, also den Urerfinder
von Spirou. Es gab ja in der Zwischenzeit immer wieder unterschiedliche Autorenteams und Zeichner, im Gegensatz zu Asterix, wo man auf Albert Uderzo und René Goscinny festgenagelt war. Und hier ist schon allein der stetige Wechsel, der dafür sorgt, dass das sich über die Jahrzehnte noch frisch gehalten hat, auch wenn man immer wieder dieses Klassische beibehalten will. Und das haben Yves Saint und Laurent Vernon recht filmreif erzählt. Also wenn ein Spirou-Comic filmreif ist, dann ist das der hier. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann auch so ein Comic ist, bei dem Lesende, die jetzt voll, also Spirou-Fans sind, Dinge wiedererkennen. Du liest also den Comic und siehst eine Situation, eine Reaktion oder vielleicht ein Bild oder irgendeine Pose oder was auch immer, die irgendwie eine Referenz auf meinetwegen klassische Spirou-Inhalte sind. Ist das so? Ich würde sagen, ja, aber jetzt haben wir hier den Haupt-Spirou-Fan, der das nicht gelesen hat, aber ich habe da auch schon einiges wiedererkannt, auch an Posen. Mega! Dann frage ich nochmal rum. Du hast ihn nicht gelesen, Breedstorm, aber da glaube ich Interesse vorgeheuchelt, richtig? Ja, generell ja. Leider ist der Gebrauchtmarkt im Bereich Spirou sehr gering. Verdammt. Andi, was meinst du zu Spirou, zu diesem Band? Klingt ganz interessant. Ich habe jetzt auch schon lange keinen neueren Spirou mehr gelesen, außer auch diesen einen Superpage-Band, über den ich mal gesprochen habe. Also von daher, ja. Auf die lange Liste der Sachen, die irgendwann mal lesbar wären, kann der kommen. Aber da ist die Spirou-Liste bei mir auch noch lang. Viel zu lang. Vor allem jeder hat so seinen gewissen Zeichner oder sein Team, das er bevorzugt. Bei mir sind das eben Tom und Jenry, weil da so dieses dynamisch-Cartoonige war. Da hat das bei mir am besten funktioniert. Aber bei den Speziellen, da gibt es so viele unterschiedliche Stilrichtungen, dass man da auch immer wieder was finden kann. Hattest du eigentlich was zum Artwork gesagt? Ja, das ist für Spirou-Verhältnisse ziemlich detailliert und realistisch gehalten und trotzdem erkennt man da Spirou wieder. Und es wird dann immer wieder darauf angespielt, dass er sich nicht wirklich kämmt und dass er für den Pagen sehr zerzaust aussieht. Man darf eben nicht erwarten, dass er hier Fantasio begegnet. Aber an sich ist das eine richtig schön gezeichnete und gut erzählte klassische Story. Alles klar. Dann übernehme ich hier und habe die Freude, über Cosmic Ausgabe 4 zu sprechen. Und du hattest jetzt mit klassisch und schön erzählten Stories und Cosmic, das ist ja wie gesagt eine Anthologie-Reihe. Hier sind vor allem auch Fortsetzungsgeschichten in der Reihe drin. Und diese werden hier teilweise abgeschlossen. Cosmic, da wurde ich ganz proaktiv angeschrieben von einem der beiden Verleger, der René Moreux heißt der, einer von den beiden. Und ihr wisst vielleicht, dass ich hier auch schon die anderen Ausgaben besprochen habe. Ich habe auch schon für den Comic Talk mal so eine Kurzrezension gemacht und bin einfach sehr angetan von der Reihe. Find's toll, was die hier aus dem Boden gestampft haben, wen die alles mit ins Boot holen. Und freue mich ja nicht nur generell über Comic-Anthologien, sondern freue mich immer auch darüber, gute Science-Fiction zu lesen. Jetzt haben Anthologien ja letztlich den Vorteil, dass wenn dir mal eine Story nicht gefällt, du halt einfach das zu Ende liest oder sein lässt. Auf jeden Fall blätterst du ein paar Seiten weiter und bist in der nächsten Story, die dir unter Umständen deutlich besser gefällt. Und ich muss hier sagen, dass das leider hier in dem vierten Band für mich nicht funktioniert hat. Es ist leider, finde ich, der schwächste von allen, die ich bis jetzt gelesen habe. Hier sind wieder verschiedene Stories drin. Ich werde die mal kurz überfliegen und dazu ein paar Dinge sagen. Ein Beispiel wäre gleich zu Beginn Project God. Das ist wirklich ganz klassische Science-Fiction von der Erzählweise her und von den Inhalten, die hier geboten werden, weil es teilweise, das ist einfach so ein bisschen, es ist so wenig greifbar, es spielt irgendwo ganz weit draußen, wo Dinge passieren, die in dem Fall zum Beispiel so eine Art Wal darstellen. Jemand ist unter Wasser und erlebt Dinge. Das stört mich jetzt von der reinen Story, nenne ich es mal, nicht. Es stört mich nur, wie es kommentiert wird. Weil letztlich dieser Comic so erzählt wird, wie er vor vielen, vielen Jahren schon erzählt wurde. Nämlich, dass du das, was du auf dem Bild siehst, nochmal als Monolog von der Figur selbst auch wiedergegeben wird. Und dann auch kommentiert wird. Ihm passiert irgendwas und dann schreibt er, ich will nicht sterben.
Ja, ich weiß, aber das ist absolut unnötig, dass du das jetzt in dem Moment auch noch erwähnst, weil ich gehe davon aus, dass du gerade nicht sterben willst. Du hast schließlich schon 3 andere Ausgaben lang versucht zu überleben. Und ganz oft wird einfach nur kommentiert, was stattfindet, finde ich eher schwach. Das Artwork haut mich leider auch nicht aus den Socken. Weiter geht's mit einer Geschichte vom lieben Jakob Hoffmann, heißt der gute Mann, den ich auch schon persönlich kennenlernen durfte. Und auch der hat hier das Problem, dass er, also, es hat mich einfach überhaupt nicht gekriegt. Das Artwork ist in Ordnung, das ist vielleicht das Highlight der Story, auch wenn die Colo hier wirklich sehr, also Colo ist auch nicht meins. Es geht hier um Gott, jemanden, der quasi den Eingang von Gottes Himmelsreich auf die Erde überwacht. Und am Ende gibt es einen Twist. Es geht um die Frage, welche Figuren kommen von dem Himmelreich auf die Erde und hier passieren Dinge. Also, weiß ich nicht. Einfach ist alles ein bisschen verkrampft und unnötig lang geschrieben. Sorry, war gar nicht meins. Der nächste Punkt ist noch der, der so mit zu den beiden Highlights zählt, nämlich natürlich der Comic-Beitrag von Bela Subotke. Der gute Mann, der hat auch hier eine Fortsetzungsgeschichte geschrieben. Auch da gibt es bereits Teile in den Vorgängern. Die sind zumindest kurzweilig und fluffig und irgendwie, ja, skurril. Das mag ich ja immer, aber es ist auch irgendwie komplett highlightlos und dafür, dass es irgendwie nur wenige Seiten sind, auch irgendwie trotzdem zu lang. Die darauffolgende Geschichte von, oh Gott, Parker, Sau, Pitz und Knolle ist letztlich eine, also trägt den Titel Leprachaum oder so, das ist dieser Begriff für Leprechaun, Kobolde. Wahrscheinlich. Dankeschön, aber die deutsche Aussprache davon, für halt eben diese Kobolde aus Irland, die unter dem Regenbogen sitzen auf dem Goldtopf und so. Und alles ganz schön und gut, aber ich habe einfach nicht verstanden, was das hier in dieser Ausgabe verloren hat. Das ist, wenn überhaupt, eine Fantasy-Geschichte über einen Kobold und einen entsprechenden, weiß ich gar nicht, Vogel, die auf so einem, auf dem Trip sind, auf der Suche nach einem anderen Kobold, also diesen Kobolden aus Irland, und wie sie halt dann Kontakt zu ihm aufnehmen wollen. Alles schön und gut, aber das hat in der Science-Fiction-Anthologie einfach nichts verloren. Ich fand das auch wieder anstrengend und auch definitiv zu lang, sorry. Auch wenn es optisch dafür ganz gut gelungen ist. Es geht weiter mit was namens Paradies. Das hat mich doch sehr angesprochen, zumindest aus optischer Sicht. Ist aber komplett ohne Text und ratzfatz vorbei. Also, okay, ratzfatz vorbei ist ja in Ordnung. Das ist auch, wie gesagt, völlig legitim. Aber so richtig wissen, worum es geht, tue ich am Ende auch nicht. Es ist einfach nur eine ganz kurze Kurzgeschichte über einen scheinbar irgendwie so eine Art Herrscher, so ein Typ, der auf so einer Art fahrendem großen Auto, / Sänfte, bewegt wird. Und am Ende passiert etwas mit dieser Person, möchte nicht weiter drauf eingehen. Ist aber storytechnisch echt in 2 Sätzen, wenn überhaupt, zusammengefasst. Text fehlt komplett und habe ich leider auch schneller vergessen, als ich es gelesen habe. Und optisch halt schön. Ja, und zu guter Letzt, oder eine der letzten Geschichten, fast letzte, wieder von Maike Schulchen, eine Geschichte über, auch eine Fortsetzungsgeschichte, hier der 4. Teil, für, also eine Crew, die sind auf so einer fantastischen Welt, irgendwas mit Dämonen und einer dreiköpfigen Roboterkönigin, die aber eigentlich versucht, ihren Originalkörper wieder zu beleben oder so. Das wird hier mehr oder weniger ratzfatz zu Ende erzählt. Nachdem das über 3 Stories relativ komplex und abwechslungsreich aufgebaut wurde, ist auch das irgendwie hier dann irgendwie vorbei. Und das tut mir alles so leid, weil letztlich habe ich, wie gesagt, jetzt schon 3 Bände in der Hand gehabt, die mir echt Lust auf mehr gemacht haben. Und auch hier funktioniert das Ende nicht. Und dann kommt das 2. Highlight dieser Ausgabe, nämlich der Beitrag von Frauke Berger namens Abyss. Auch hier das vermutlich Ende einer Fortsetzungsgeschichte. Das auf jeden Fall absurd war. Es geht um so eine Unterwasserwelt und eine junge Frau, die darin ein Abenteuer erlebt. Jedes der 4 Teile dieses Abenteuers in den jeweiligen Ausgaben der Cosmic Anthologie stand irgendwie für sich und war für sich lesbar, aber es gibt schon Verknüpfungspunkte und auch hier ist halt dann am Ende einfach vorbei. So. Und da muss man sagen, ja, alles schön und gut, aber leider relativ vergessenswerte Ausgabe geworden, was ich schade finde, denn auch gibt da noch so einen redaktionellen Beitrag immer in dieser Anthologie, in dem Fall zu Jiro Taniguchi, Ice Age Chronicle of the Earth, das Frühwerk eines Meisters, erschreckend aktuell, von Thorsten Harnisch, ist mega umfangreich und absolut was für Fans, sehr interessant, aber halt auch eine Wall of Text. Und es tut mir leid, das ist halt eine Sache, das überspringe ich.
das will ich in einem Comic nicht lesen. Da muss ich ganz viel Zeit mir für nehmen und die habe ich hier in dem Fall einfach nicht gehabt und wollte ich auch nicht. Und das Ganze wird am Ende immer abgerundet mit einem ja, Cartoon, das ist so ein bisschen selbstreferenziell auf die Redaktion auch, dieses Verlags, der das veröffentlicht. Und ist also kurzum, leider eine Enttäuschung für mich, macht nicht so viel Spaß wie die anderen drei Bände, aber irgendwann müssen Geschichten auch halt einfach mal zum Ende kommen und das liegt nun mal nicht allen Comic-KünstlerInnen da draußen. Beim Atlantis Verlag, so da ist er, der Atlantis Verlag. Für 20 Euro im Hardcover, sorry Leute, also nee. Und ich habe das hier kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, die haben proaktiv angefragt, ich bin großer Fan, ich wiederhole mich hier und kann es leider in diesem Fall nicht uneingeschränkt empfehlen. Guck lieber in die ersten drei Bände rein. Ich weiß nicht, wer das trotzdem was, Patrick, was du als Science-Fiction-Fan mal in die Hand nehmen würdest, eben auch zum Beispiel, um das vielleicht auch abzuschließen, wenn du schon die drei ersten Bände gelesen hast. Ich habe ja den ersten und den vierten Band gelesen. Stimmt, ich habe dir das geschickt, stimmt. Ja. Und ich bin da wirklich ganz bei dir, was diese Irland-Story überhaupt mit Science-Fiction zu tun hat, erschließt sich mir nicht, auch wenn der eine Kobold ein bisschen aussieht wie Yoda, aber Irland an sich mag, aber ich wusste auch nicht, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Und mir tut es halt leid, weil wir haben uns ja wirklich in letzter Zeit immer wieder darüber ausgetauscht und gesagt, sowas wie War-Comics fehlt. Jetzt haben wir hier sowas wie War-Comics. Und das macht optisch auch sehr Spaß beim Lesen. Aber inhaltlich ist hier wirklich leider nicht viel hängen geblieben. Und ich weiß nicht, was mir gefehlt hat. Vielleicht waren es die Bände 2 und 3, dass mir da sogar noch mehr der rote Faden gefehlt hat als dir. Aber dir ging es wohl ähnlich. Und ich war da ein bisschen, als würde ich orientierungslos im All schweben. Also ja, es hat Spaß gemacht, aber irgendwas hat mir gefehlt. Ja, das ist natürlich ein Dankfall. Also, das klingt. Im wahrsten Sinne des Wortes die richtige Bezeichnung. Irgendwie im All rumschweben. Also das ist tatsächlich so. Wenn das Fortsetzungsgeschichten sind und du mal einfach die Teil 2 und 3 von 4 nicht kennst, dann macht das für dich natürlich relativ wenig Sinn. Ne? Also das sollte jetzt vielleicht keine Überraschung sein. Aber auch als jemand, der den Rest kennt, kann ich sagen, dass das jetzt irgendwie auch so ein bisschen... Also ist jetzt schon auch gut... Und ich hoffe, dass jetzt auch diese Dinge alle vorbei sind. Jetzt können die gerne auch von mir aus jetzt mal neue Geschichten erzählen. Also wäre ich jetzt gar nicht böse drum. Die Abwechslung war trotzdem geboten. Das muss man dem ja auch zugutehalten. Definitiv. Definitiv. Ist auch wirklich ein hehres Projekt. Ich müsste mich jetzt wieder wiederholen. Ich habe auch ein tolles Interview mit den beiden verantwortlichen Redakteuren geführt. Ist ein tolles Ding, aber Ausgabe 4 hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Breedstorm, willst du trotzdem reinschauen? Ja, aber dann würde ich doch eher bei der 1 anfangen, das steht noch aus bei mir. Die 1 habe ich ja trotzdem noch gelesen. Die hat Spaß gemacht. Sehr gut. Und auch an dich die Frage, Andi, würdest du es trotzdem versuchen? Naja, natürlich, wenn, dann erstmal den ersten Band. Und ich bin nicht so ganz der Riesen-Anthologie-Leser. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Geschichte von Bela mal irgendwie in einem eigenen Sammelband oder so mal rauskommt. Das würde ich mir dann holen. Ja, also das wäre wieder so ein Ding. Wenn es mir in der Bücherei über den Weg kommt, würde ich mal reinblättern. Und wenn es mich genug grafisch anspricht, würde ich es vielleicht mal mitnehmen. Das ist natürlich einfach auch echt der Nachteil. Das sieht Breedstorm ja auch so, dass wir uns hier aktuell nicht persönlich treffen können, was ja auch ohne Corona in unserem Fall jetzt aufgrund der Distanz nicht so einfach wäre. Aber hier könnte ich euch zumindest mal das ein oder andere Artwork zeigen, denn hübsch ist das schon. Auch was der Jan Hoffmann zum Beispiel macht in der Story mit diesem Gott oder so, das ist schon alles irgendwie, also die Outlines gefallen mir. Und auch was die Volker Berger hier zaubert und so, das ist schon toll. Aber vielleicht ist das nicht alles. Aber auch das Cover mit dem Riesenhai, das hat mich auch schon optisch angesprochen. Also optisch werden hier schon viele Highlights abgefeuert. So ist es. Weißt du, wer dieser Riesenhai ist? Das ist Gott. Oh. Das ist in dieser Story Gott. Gott ist nämlich so eine Art riesengroßer fliegender Stein, aka Wurm, aka Wal im Weltall. Irgendwo, nirgendwo. Und Gott auch nicht im Sinne von Gott TT, wie unser, also wie halt ein Gott, sondern mit D geschrieben. Irgendwie, also es ist so ein bisschen verschwurbelt erzählt. Es ist natürlich jetzt nicht eine omnipräsente Präsenz oder so, oder halt einfach ein Gott, sondern es ist irgendwie letztlich schon eine Übermacht, aber doch in Form von halt so einem Weltraumwurm, keine Ahnung. Also, da lässt sich sicherlich ein bisschen was reininterpretieren. Vor allem taucht dieser Hai ja in irgendeiner Form auch in sehr vielen der Stories auf.
Auch in der von Bela Subotka. Das steht aber nicht im Zusammenhang. Das ist Zufall. Ja, so sieht's aus. Und weil er unbedingt zum Schluss dran sein wollte und weil das optimal ist von den Überleitungen, die wir da irgendwie ranbasteln werden, ist jetzt der Breedstorm am Start. Ja, Freunde, wir hatten ja beschlossen, dass wir uns den Bowie-Comic von Kleist widmen, der neu rausgekommen ist. Und bei der Gelegenheit ist mir eingefallen, dass ich ja noch den Bowie-Comic von Michael Allred ungelesen hier rumstehen hatte, mit dem Untertitel Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume. Und ja, den habe ich mir dann vorher mal zur Brust genommen, auch um den so ein bisschen vergleichen zu können. Der Patrick hat ihn, glaube ich, auch gelesen. Das passt auch sehr gut. Bingo. Michael Allred ist uns sicherlich am meisten bekannt durch seine Mad Men-Sachen, aber auch durch viele andere Sachen, die er gemacht hat. Unter anderem hatte ich mir vor Jahren von ihm schon mal gekauft Red Rocket 7. Das ist nichts anderes als eigentlich auch ein Bowie-Comic, in dem er nämlich von einer David Bowie-ähnlichen Figur oder seines alter Egos Ziggy Stardust eine Science-Fiction-Story beschreibt. Das Ganze aber aus rechtlichen Gründen damals nicht Bowie-Comic nennen durfte, sondern es ging unter dem Titel Red Rocket 7 auf der Bahn und war eine Fantasy-Geschichte oder Science-Fiction-Geschichte. In dem offiziellen Band, den der große Bowie-Fan Michael Allred veröffentlichen durfte, dann doch hat er sich dann seinem Leben gewidmet, und zwar in den frühen 70ern, als das Ganze so gerade mit der Figur Ziggy Stardust, die er erfunden hat und die das ganze Ding oder ihn als Person dann ja wesentlich berühmt gemacht hat, anzuschieben. Und ich habe jetzt erwartet, dass das so ein bisschen Biografie ist, wie es im Nachgang der Kleist-Comic auch sein wird. Aber das ist es tatsächlich nicht nur oder leider nicht nur, weil man merkt Michael Allred in dem ganzen Band an, dass er ein riesengroßer Fan ist. Er hat sich unglaublich viel Mühe gegeben bei seinen Zeichnungen. Also die sind schon sehr detailliert gehalten, sehr historisch korrekt. Er hat sich nach den Kostümen umgeschaut, die Bowie zu dem jeweiligen Zeitpunkt hatte, und vermischt das Ganze, aber erzählerisch hat mir das Ganze leider überhaupt nicht gefallen, weil ich persönlich habe Bowie sicherlich zuerst in den 80ern gehört, war jetzt aber nie so wirklich ein krasser Fan halt. Also da hast du vielleicht mal China Girl oder sowas im Radio gehört, und ich muss sagen, in den 80ern war mir auch dieser Look, den er da hatte, immer so ein bisschen suspekt, wie er rumgelaufen ist. Also es hat mir nie so richtig gefallen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich ein paar geile Lieder, die er gemacht hat und vor denen ich mich dann über die Jahre hinweg natürlich auch nicht verstecken konnte, die ich richtig gut finde, wie Space Oddity, Heroes oder auch das deutsche in Deutsch gesungene Helden oder andere Lieder, Ziggy Stardust. Das macht alles richtig Spaß, selbst auch weniger bekannte wie Rock'n'Roll Suicide und solche Sachen machen mir richtig Spaß, aber ich kannte mich mit ihm als Person halt nicht wirklich aus und dachte, das bringt mir der Band näher. Das ist auch anteilig so gewesen, aber ist immer so ein bisschen episodenhaft erzählt und auch, glaube ich, nur so, dass man es als krasser Bowie-Fan erkennt, was ist jetzt gerade wichtig. Und warum ist das wichtig? Weil es ist eine sehr große Aneinanderreihung von Leuten, die David Bowie trifft, die wichtig in seinem Leben sind, die mir aber gar nichts sagen. Also natürlich, ich erkenne dann im Endeffekt die sehr berühmten Figuren, wenn er zum Beispiel auf einen von den Beatles trifft oder meinetwegen Elvis. Das ist alles in Ordnung. Aber irgendwelche Produzenten, die er irgendwann mal hatte, wann er wie auf Tour war und wann ihm der japanische Designer das Zaubererkostüm geschneidert hat, Das kann ich alles nicht zuordnen und kann das dann auch nicht so wertschätzen, wie es vielleicht würde, wenn ich ein richtig derber Fan wäre und diese Phase von Bowie genau einschätzen könnte. Zeichnerisch ist das Ganze wunderbar, wobei es oft auch den Eindruck hatte, dass er halt sehr viel auf Fotoreferenzen zugegriffen hat und die halt auf die Allred-typische Zeichenart dann verschönert hat. Also es gibt so ein klassisches Foto, was auch in dem folgenden Kleist-Band ist, wo er mit den Zähnen die Gitarre von Bandkollegen spielt und so weiter. Das sind ikonische Fotos, aber
erzähltechnisch hat mich das Ganze halt nicht vom Hocker gerissen. Also es war wirklich wie so, ja, die besten Bravo-Poster aus dieser Phase mit David Bowie schön aufgepimpt. Also es ist wunderschön. Also als Bildband großformatig, alles wunderbar, aber es hat mir wenig von ihm als Mensch und auch von seinem Umfeld gegeben, sondern es war wirklich immer, ja, dann war die Tournee, dann hat das nicht funktioniert, dann hat er den getroffen, das hat ihn dazu inspiriert und das fand ich ein bisschen mau. Das hätte erzähltechnisch besser gelöst werden können. Patrick, wie fandest du es denn? Ich habe da auch bei weitem nicht durchgeblickt. Für mich war eins der Highlights quasi da, wo es eine Überschneidung zum Reinhard Leist Comic, Kleist Comic gab, wo dann Space Oddity mir erklärt wurde. Aber an sich ist diese Erzählweise echt wie so ein Bildband und sehr sprunghaft. Innerhalb von zwei Seiten trifft er auf Christopher Lee und sie besprechen was und dann steht unten drunter: Aber es soll nicht sein. Bowie und seine Band müssen neues Material anstudieren. Zum Nachfolger von Hunky Dog beginnen. Und dann denkst du ja, okay, was sollte dann diese Episode, die zu nichts geführt hat? Dann trifft er auf der nächsten Seite direkt Alice Cooper. Und auf der anderen Seite wird dann von Iggy Pop geredet. Also da wird auch viel mit Referenzen um sich geballert. Dass man da als jemand, der jetzt nicht Légère Legende ist oder nicht der größte Hardcore-David Bowie-Fan, wieder ein bisschen orientierungslos ist. Vor allem, weil David Bowie, habe ich das Gefühl, so ein bisschen in dem Comic rumläuft wie Deadpool und Meta-Referenzen an sich selber abgibt, was einen, wenn man sich nicht mit der Materie auskennt, noch mehr verwirrt. Und ich mag Michael Allred als Zeichner, aber hier hätte ich gern mehr Biografie in der Biografie gehabt und nicht nur kommentiertes Fotoalbum. Was ist das für ein Format? Dickes Hardcover, oder? Das ist ein dickes Hardcover, wie man es von CrossCult gewohnt ist, eben ja, etwas größer als der normale CrossCult-Band, eher so dieses Panini-Format. Das Panini-Hardcover-Format. Gang Ho. Gang-ho hätte genau. Ich gesagt, dieses Format. Also nicht ganz die volle große Hardcover-Albengröße, wie wir es von Splitter kennen, sondern einen Tick drunter. Mhm. Also ich hatte damals die Besprechung gesehen, die es, glaube ich, beim Comic Talk auch gibt. Und soweit ich mich erinnere, haben die auch festgehalten, dass es letztlich da nicht so eine großartige, erwähnenswerte Story gäbe, sondern mehr so ein Abhaken von Dingen, inszeniert mit schönen Bildern. Und das ist ja auch das, was ich jetzt bei dir so rausgehört habe, Breedsong, richtig? Ja, exakt, das ist es. Und teilweise verwendet er auch Begegnungen, die ich schon in Red Rocket 7 gesehen habe, also wo er im Prinzip eine Ziggy Stardust-Geschichte schreibt, verwendet er das dann wieder. Obwohl es optisch natürlich noch, da hat er noch eine Nummer drauf zugelegt und auch die Kolorierung von seiner Frau Laura sind wesentlich, ja, lebendiger, aber dadurch natürlich auch posterhafter, als wir das in Red Rocket 7 gesehen haben. Das Red Rocket 7 kenne ich halt gar nicht. Also werden da viele so Texte aus den Liedern irgendwie verbildlicht? Gibt es da irgendwie so Mischungen? Das ist ja letztlich das, also wenn ich jetzt hier, das kann man schon mal wegnehmen, bei Starman haben wir hin und wieder mal diesen Astronauten halt am Start. Haben wir das hier auch in diesem Comic? Bei Red Rocket 7 ist es so, dass er eine Ziggy Stardust-Geschichte erzählt, ohne das direkt so zu nennen. Und die Figur hat statt diesen Blitz, den wir von Ziggy Stardust kennen, den er sich immer aufgeschminkt hat, hat er stattdessen diese 7 auf der Stirn, um das so ein bisschen, ja, also man weiß, wer es sein soll, aber es geht komplett in die Richtung. Und Ziggy Stardust soll ja die Welt retten und durch Rock'n'Roll und so weiter. Und das passiert in dem Band hier auch. Also da hat er sich komplett mit seinem Fandom ausgelebt und hat seine eigene Ziggy Stardust-Geschichte gemacht, ohne sie so nennen zu dürfen. Er hat es versucht, es irgendwo erklärt, aber es hat nicht sollen sein. Und letztendlich finde ich es aber schön, dass er dann doch einen offiziellen Bowie-Comic machen durfte. Ja, ich meine jetzt mehr, ob du hast gemeint, du kennst eine Handvoll Songs auch wohl besser und vermutlich auch die Texte, ob das, keine Ahnung, was weiß ich, wenn ihr singt über einen schönen Spaziergang in der Sonne, ob ich dann einen schönen Spaziergang in der Sonne sehe, der ein bisschen abstrakt dargestellt ist, oder ist das nicht Inhalt dieses Comics?
diesen Bowie kommt. Nein, er durfte aus Copyright-Gründen durfte natürlich keine Texte von Bowie da verwenden, aber man kann natürlich schon sehen, in welche Richtung gewisse Sachen gehen sollen, und er trifft dann natürlich auch, also in Red Rocket 7 trifft er natürlich auch solche Leute wie Alice Cooper und sowas, also diese Begegnungen mit bestimmten Personen, auch mit Kiss, die natürlich auch ganz klar in diese Fantasy-Musik-Richtung reingehen, das lässt er sich nicht nehmen, solche ja, Gastauftritte da reinzubauen. Aber es ist halt eine durchgehende Story, aber eher so Ziggy Stardust als Madman, um das vielleicht am besten zu beschreiben, wer Allred kennt. Vor allem, es gibt hier noch eine interessante Spiegelung, da könnte man fast einen Haken dann zu der Starman-Biografie schreiben oder schieben. Hier hat man in dem Comic das Gefühl, dass Ziggy Stardust quasi so sein Erweckungserlebnis war, dass er damit dann zu David Bowie aufsteigen konnte. Und bei der Reinhard Klaas Biografie hat man schon das Gefühl, dass ihn dieser Ziggy Stardust auch so ein bisschen schizophren gemacht hat. Ich bin gespannt über den Vergleich, den wir gleich ziehen werden, gerade weil ihr beides gelesen habt, und da können wir eigentlich auch direkt mal den Übergang wählen und uns jetzt hier über Starman, David Bowies Ziggy Stardust Years von Reinhard Kleist, aktuell erschienen beim Carlsen Verlag, unterhalten. Da auch noch der Transparenz wegen, der liebe Andi hat das Hardcover als Rezensionsexemplar bekommen und wir anderen haben es digital gelesen. Und das machen wir jetzt im Rahmen von nicht irgendwas, denn wir haben hier jetzt eine neue Kategorie eingeführt, die eigentlich gar nicht so neu ist, weil wir machen das jetzt schon ein paar Ausgaben. Aber wenn wir jetzt gemeinsam etwas besprechen wollen, dann nennen wir das, soweit ich das jetzt hier am Start habe, glaube ich, ab sofort, und vielleicht hört ihr gleich auch noch einen super tollen Jingle, den ich noch bauen muss, Cookies Authority Code, richtig? Cookies Code Authority. Cookies Code Authority. Cookies Code Authority. So wird es sein. Wir haben den alle gelesen, wollen ihn für euch besprechen. Und weil der Brit Thomas schon erzählt hat, vielleicht, Andi, kannst du uns noch mal kurz sagen, was hältst du eigentlich A von David Bowie, also wie ist dein Zugang zu ihm, seiner Musik, eher als Figur, und B, was ist so vielleicht auch noch deine Meinung zu Reinhard Kleist? Also zu David Bowie, ich bin ja gleicher Jahrgang mit Beatstone, das heißt, ich bin auch so Radio mit den 80er-Jahre-Sachen von Bowie irgendwie aufgewachsen, bin aber auch in der Phase jetzt nicht zum großen Bowie-Fan und Bowie-Kenner geworden. Ich habe mich auch erst in den letzten 10, 15 Jahren oder so mal ein bisschen mehr mit Bowie beschäftigt. Das Ziggy Stardust-Album habe ich mir dann eben auch gekauft und das mag ich sehr, sehr gerne. Aber ein echter Kenner bin ich jetzt da auch nicht. Ich kenne halt die Hits und eben dieses eine Album. Hab großen Respekt und auch Interesse an David Bowie als Musiker, als Künstler. Aber wie gesagt, bin nicht super tief drin. Kleist, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, war ich auf jeden Fall in seiner frühen Phase auch großer Fan. Über Lovecraft seinen Band mal gesprochen und Cash natürlich und so. Und hab dann aber jetzt tatsächlich die letzten Jahre seine ganzen Bände bisher nicht gelesen. Also eigentlich schon ab dieser Fidel Castro Havanna-Kuba-Geschichte irgendwie und alles, was danach kam, habe ich exakt nicht gelesen. Ich mag den zeichnerisch sehr, sehr, sehr gerne. Gelesen habe ich die Sachen noch nicht. Deswegen war ich jetzt eben aber auch sehr interessiert, als das Angebot kam, den Bowie-Band zu besprechen, wie der wohl so ist, und das mal zu lesen. Vom Kleist hast du schon was gelesen, Patrick? Ich habe den Johnny Cash-Band gelesen und das mit der Olympia-Turnerin. Den habe ich auch vom T3 signiert bekommen. Also da war. Ja, das ist auch der einzige, genau, den ich von ihm kenne, glaube ich. Ja, an den Boxer habe ich noch gelesen. Keine Turnerin? Läuferin. Ist keine Turnerin, ist eine Läuferin. Ja. Genau. Ja, und diesen Boxer, den kenne ich auch. Den hat er auch gemacht. Also nicht, es gibt ja zwei Boxer-Biografien von ihm. Ich meine, der Boxer. Weißt du Bescheid. Genau, und was ist deine Meinung zu David Bowie? Da hast du vermutlich auch, also du bist ja zum anderen Jahrgang aufgewachsen und geboren und so, als die beiden Herren noch hier neben uns, ne? Ich bin 10 Jahre jünger als die beiden.
mir ist David Bowie häufiger eher in Filmen in Erscheinung getreten. Sei es über den Soundtrack zu den Filmen oder weil er auch zum Beispiel bei, wie heißt, bei Twin Peaks ist er aufgetaucht, bei Labyrinth ist er aufgetaucht, bei Christiane F. oder eben bei The Prestige. Also man ist nicht um ihn rumgekommen, auch wenn man jetzt nicht wirklich viel mit seiner Musik zu tun hatte. Er hat sich schon seinen Ruf als Kunstfigur erarbeitet. Nur hat man sich im Musikunterricht nicht ganz so sehr mit David Bowie beschäftigt, sondern eher die Beatles und Sonstiges. Deswegen war da Nachholbedarf. Aber was wir jetzt gelernt haben, er war mindestens so eine schillernde Persönlichkeit wie Freddie Mercury. Ach ja, und ich kenne ihn durch die Serie Life on Mars natürlich. Mhm. Heißt wie sein legendärer Song. Da ist er mir das erste Mal so bewusst in Erscheinung getreten. Ich kenne die Serie nicht, keine Ahnung. Ist er da ein Darsteller oder geht es da einfach nur um, was geht's da? Es geht da um jemanden, der strandet in den 70ern und wird eingeleitet von David Bowies Life on Mars und er meint dann, oh, er fühlt sich wie auf dem Mars, weil er ist so ein Profiler aus den 2000ern und muss jetzt mit den rauen 70ern klarkommen. Hm. Mit so einer leichten Mystery-Komponente. Aber bevor es jetzt zu sehr abdriftet, man ist ihn halt als Filmfan öfter begegnet. Okay. Ja, Bowie ist für mich eine Person, da kann ich das Gesicht in zwei, drei verschiedenen Kostümen. Ich kannte auch so zwei oder drei Songs, wenn überhaupt. Und eigentlich ist er mir erst richtig aufgefallen, als er gestorben ist. Denn irgendwie war das für mich bei Weitem kein Michael Jackson. Das war kein Queen. Das war kein Jimi Hendrix. Das war einfach ein anderer Mensch, der Popmusik gemacht hat. Und ich will jetzt nicht kleinreden, nur weil ich vielleicht noch nicht so den Zugang zu ihm hatte, aber aus meiner ganz subjektiven Perspektive spielt er eben nicht auf einem Level wie zum Beispiel die Beatles oder die Rolling Stones, über die es auch unzählige Biografien auch in Comicformen gibt. Und deswegen hatte ich auch irgendwie ein bisschen Bock auf diese Graphic Novel, weil ich wusste, ey, wenn der Reinhard Kleist hier dran ist, der das ganze Ding sowohl geschrieben als auch gezeichnet hat, er hatte noch bei den Farben Unterstützung gehabt von niemand Geringerem als dem Thomas Gilke. Und da hatte ich Bock drauf, weil ich wollte halt schon ein bisschen was über diese Person wissen und habe bei so Biografien immer ein bisschen auch die Hoffnung, dass das interessanter und zugänglicher ist, als wie gesagt einfach den Wikipedia-Artikel zu lesen. Beatstorm, im direkten Vergleich zu auch dem anderen Comic, glaubst du, dass der so ein bisschen zugänglicher ist, was die Vita von David Bowie angeht? Ja, zweifellos. Also der wird deutlich mehr auf Familienverhältnisse, das Verhältnis zu seinen Eltern, zu seinem Bruder eingegangen. Auch das haben wir bei dem Orange Button gesehen, aber nicht so im Detail und nicht so passend Appetit haben mäßig serviert, wie wir es hier haben. Also für den nicht Bowie-Kenner ist es der deutlich bessere Comic, wenn er ihn wirklich kennenlernen will. Ja, der deutlich bessere, der ist ja aber auch nur, habe ich das richtig verstanden, dass das quasi so der erste Teil ist oder dass da noch ein zweiter oder ein dritter kommen könnte? Am Ende dieses Bandes steht es ja auch schon drin, Fortsetzung kommt in David Bowie The Lost Years, ne, The Berlin Years, wie heißt hier? Low David Bowie's Berlin Years. Im zweiten Band wird es geben. Ja. Und zufällig ist dieser erste Band genau von der Zeitphase her überschneidend mit dem Crosscult-Band. Also es sind dieselben Zeitebenen, was weiß ich, primär 71 bis 73 beleuchtet und das ist bei dem Kleist-Band dann halt ähnlich. Was wir jetzt noch von Steffi quasi und Légère Legende mitbekommen haben, wir sollen erwähnen, dass David Bowie so einer der ersten Künstler war, die in Frauenkleidern aufgetreten ist und quasi damit auch in Hinsicht Provokation, hat man es damals genannt, neue Maßstäbe gesetzt hat. Ja, das kann schon sein. Ich weiß nicht, also ich kenne mich echt null aus, aber war jetzt, keine Ahnung, wie heißt er von Queen? Freddie Mercury. War das danach? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube ja. Also, ich bin super ungebildet. Aber es kann auch sein, dass es da zeitliche Überschneidungen gab. Auf jeden Fall war er dann einer der Vorreiter. Ja, also beim Konsum dieser Graphic Novel, und da kann man Reinhard Kleist, da muss man das Wort Graphic Novel benutzen, weil er ist Mr. Graphic Novel und Biografienschreiber, der hatte ich halt, ich hatte schon Bock drauf. Also es war halt erst für mich ein bisschen irritierend, weil ich nicht
so gut mit den Zeitsprüngen umgehen konnte. Wir sehen ihn mal als Kind, mal als junger Mensch, dann später in seiner Karriere. Gerade zu Beginn gibt es da also ganz krasse Sprünge, weil er so ein bisschen die Geschichte erzählt von jemandem, der irgendwie in seinen Songs oder als Figur zumindest, als Popfigur Ziggy Stardust die Menschheit rettet, die Welt geht unter und ein kleiner Junge sitzt am Fernsehen und konsumiert das und dieser Junge stellvertretend für die Menschheit, die sich von Ziggy Stardust retten lässt oder so. Das kann man schon so hinnehmen, auch als Kunstmoment und gerade weil es auch so ein bisschen abstrakt in Teilen zumindest dargestellt ist, auch mit sehr krassen, aufpoppenden Farben. Das ist schon irgendwie cool. Und dann im Laufe der Handlung, möchte ich es nennen, im Laufe des Lesens wird es ja dann doch ein bisschen geradliniger. Die Sprünge nehmen ab, beziehungsweise haben sie mich zumindest nicht mehr so gestört. Und es ist schon mehr auch eine Geschichte, die ich so wahrgenommen habe. Und habe das punktuell auch gut gefunden und interessant gefunden. Und es war, ja, es war irgendwie auf jeden Fall zumindest eine Geschichte und Anekdoten, die erzählt wurden, ohne dass ich letztlich das, was ich auf den Bildern sehe, nochmal geschrieben bekomme. Ich möchte erinnern an die Besprechung von den Beatles, von der Beatles-Biografie, die ja wirklich sehr monoton war und letztlich ja einfach nur nochmal Bilder zum Text waren. Das war hier nicht so. Andi, wie war denn für dich der, sag mal, Lesegenuss von dieser Biografie? Also ich habe verschiedene Schwierigkeiten mit dem Band gehabt, weniger auf inhaltlicher Ebene. Also diesen etwas seltsamen Einstieg und komische Sprünge und so, das hatte ich am Anfang auch. Ich fand schon, dass es so, was den Inhalt angeht, was so den Informationsgehalt angeht über Episoden und Familienverhältnisse etc., dass das okay war. Ich meine, solche Biografien haben immer die Schwierigkeit, sei es im Film, sei es im Comic, dass sie Auslassungen haben, dass sie so bestimmte Highlights erzählen müssen, dann aber auch relativ sprunghaft sind, dann eben so von Szene zu Szene. Sonst würde es natürlich sehr, 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 sehr lang werden. Und diese Sprunghaftigkeit hat der schon auch, so diese Episodenhaftigkeit. Also den All-Red-Band habe ich jetzt nicht gelesen. Breedstorm bestätigt zumindest, der Kleist-Band ist da gehaltvoller, was tatsächlich das Leben, die Informationen über das Leben von Bowie angeht. Meine Schwierigkeiten waren tatsächlich eher auf der gestalterischen Ebene. Da muss ich sagen, war ich ziemlich enttäuscht. Ich fand den Band nicht schön. Also, teilweise. Also ich fand, was mir gut gefallen hat, sind eher so diese monochromen Kapitel, wenn aus der Vergangenheit erzählt wird und dann eher so diese Sepia-Kolorierung zu sehen ist. Das fand ich stimmig. Die aktuelle Zeitebene, die wirklich farbige Zeitebene, hat mir nicht gefallen. Ich finde die Kolorierung nicht besonders gut. Ich finde, der Stil von Reinhard Kleist kommt überhaupt nicht gut durch. Also es scheint so, dass Reinhard Kleist seinen Strich da wirklich auch sehr reduziert hat. Mir fehlen ein paar schwarze Flächen irgendwie, um auch eine Tiefe zu generieren. Und an sich finde ich es sehr bieder gehalten irgendwie in der Gestaltung. Also gerade für so eine schillernde Figur wie Ziggy Stardust, was ja wirklich so auch eine der ausgeflipptesten Phasen von David Bowie war, finde ich, kommt der Comic in seiner Gestaltung tatsächlich sehr, sehr bieder und konservativ daher. Da hätte ich mir wirklich mehr Experimentierfreude gewünscht. Auch vielleicht wirklich so ein Zurückgang zu Reinhard Kleists frühem Stil, wo er wirklich mehr gemalt hat, wie sein Lovecraft-Band oder sein Dorian-Band oder auch die Berlinois-Geschichten, wo er selber Farben gemacht hat, ist natürlich viel, viel aufwendiger, ist mir klar, aber ich finde, das hätte dieser Geschichte und dieser Figur vielleicht besser zu Gesicht gestanden. Ich musste da so an die Jimi Hendrix-Biografie von Bill Sienkiewicz denken, wo auch einfach in der gestalterischen Ebene euch auch diese Kraft und diese Dynamik und die Musik und alles auch wirklich ganz anders umgesetzt ist und ganz anders rüberkommt, als das jetzt, finde ich, bei diesem Band der Fall ist. Ich fand am Anfang, also du hast ja, Andi, hast ja gerade nochmal auch angesprochen, dass ein zweiter Band kommen wird. Das finde ich, ich habe ein Interview dann hinterher noch mit Reinhard Kleist gelesen, der mir eine Frage ansatzweise beantwortet hat, die ich aber trotzdem für diesen ersten Band ein bisschen schwierig finde. Ich habe mich gefragt beim Lesen des Comics, wer ist denn hier eigentlich der Erzähler? Es gibt
offensichtlich irgendwie eine erzählende Figur, die wir nicht kennen, denn David Bowie wird immer persönlich angesprochen, immer wieder. Und dann hast du das und das gemacht und das hast du dann und so. Und ich habe mich jedes Mal, wenn so eine Stelle kam, wo David Bowie persönlich angesprochen wird, habe ich mich gefragt, wer spricht David Bowie denn hier an? Wer ist diese erzählende Figur, wer ist diese erzählende Stimme, die hier David Bowie direkt anspricht? In dem Interview sagt Reinhard Kleist, das wird sich in dem zweiten Band klären. Dieser erste Band sagt mir nirgendwo, dass er ein erster Band ist. Das Einzige ist wirklich, wenn ich den Comic zu Ende gelesen habe, steht dann da, Fortsetzung folgt in The Berlin Years. Außen steht nirgendwo was drauf von wegen Band 1 oder irgendwas. Oder ne, also, es gibt keinerlei Hinweis darauf, wenn ich in den Laden gehe und David Bowie-Fan bin, mir diesen Band kaufe, dass ich dazu einen zweiten Band kriege irgendwann, wo mir erklärt wird, wer diese erzählende Figur ist. Ich fand das irritierend. Dann die aktuellen Bezüge, die er am Anfang so aufmacht, wo es um Donald Trump geht und um Covid und so, das ist mir, also ob sich das auch noch im zweiten Band klärt, weiß ich nicht. Vielleicht hat das auch was mit der Erzählfigur zu tun, keine Ahnung. Ich fand das aber direkt am Beginn des Comics auch eher irritierend, weil ich mir dachte, ja, ich weiß nicht, das verhaftet den Comic so sehr in einer bestimmten Zeit. Das lässt ihn irgendwie, also gerade so eine Geschichte, die ja quasi irgendwie zeitlos ist, David Bowie in so eine Zeit reinzusetzen, die er selber auch gar nicht erlebt hat mehr, das fand ich etwas seltsam. Also da bin ich mal gespannt, wenn ich vielleicht irgendwann den zweiten Band lese, ob sich das noch irgendwie rund macht, ob sich das noch irgendwie aufklärt. Aber auch, wie gesagt, auch hier wieder, der Band sagt mir davon ja nichts, dass ich einen zweiten Band brauche. Beim Lettering hatte ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Da hatte ich doch einige Panels, wo ich mir bei der Reihenfolge der Sprechblasen wieder unsicher war. Also die Sprechblasenplatzierung, gerade bei breiten Panels, in denen mehr als zwei Sprechblasen drin sind, habe ich so in der ersten Hälfte des Comics dann irgendwann gelernt, okay, es scheint tatsächlich so eine Reihenlesung zu sein. Also die höchsten Sprechblasen werden als erstes gelesen und dann gehe ich eine Reihe weiter runter und lese die nächsten, egal wie nah die Sprechblasen zueinander sind. Also ich könnte ja auch die Sprechblasen, die von links nach rechts quasi die nächste Sprechblase ist, lesen. Aber nein, so ist es nicht, sondern es ist erstmal die obersten von links nach rechts, dann die nächste Höhe von links nach rechts. Das habe ich in der ersten Hälfte des Comics irgendwann verstanden. Dann habe ich den Comic beiseite gelegt, am nächsten Tag weitergelesen. Prompt ist es anders. In der zweiten Hälfte passiert dann plötzlich, dass die Leserichtung oder die Lesereihenfolge dann wieder anders gestaltet ist. Also das fand ich inkonsequent und auch nicht gut gestaltet. Also da, wie gesagt, fand ich da auch ein bisschen schwierig. Also insgesamt muss ich sagen, war ich da wirklich enttäuscht, also von der Gesamtgestaltung. Ich hatte mir da doch auch wirklich zeichnerisch irgendwie was anderes versprochen und mehr versprochen. Aber kann den dann dahingehend nicht wirklich groß empfehlen. Der ist vielleicht für Bowie-Fans was, keine Ahnung. Aber als Comic finde ich ihn nicht besonders überzeugend. Das ist ein relativ deutliches Urteil gewesen. Breedstorm, kannst du dich da anschließen? Kannst du dich da nicht anschließen? Verschwimmt der in deiner Wahrnehmung mit dem anderen Comic? Willst du unbedingt einen zweiten Teil lesen? Ich glaube, das ist hier die spannende Frage. Willst du dir den zweiten Teil holen? Selbstverständlich, weil das eine Phase ist, die natürlich immer gerade in Deutschland sehr abgekultet wird, wo er in West-Berlin gelebt hat und ich mich damit nicht so auskenne und da habe ich schon Bock drauf. Ja, verschwimmen tut auch einiges aus den Comics und mich würde es sehr reizen, das zusammengeschnitten zu sehen, also dieselben Passagen, weil oftmals überschneidet sich die Handlung in einem Band zusammengeschnitten zu sehen und das vielleicht am besten auch noch chronologisch, sodass auch Leute wie wir raffen. Das wäre ein Fest, wirklich. Zu den Zeichnungen von Kleist muss ich natürlich sagen, wenn ich vorher das von Allred gesehen habe, was optisch halt komplett opulent war, rauchen die natürlich in dem direkten Vergleich damit natürlich auch ab. Das ist ganz klar. Aber er ist ein deutlich besserer Erzähler, als es Allred in dem Band gemacht hat. Ja, ist gerade halt der Vergleich zu den anderen Kleistwerken, die man so kennt und so. Ich finde das halt,
Da steckt das vielleicht ab. Ich finde gerade diesen Punkt, den du hattest, Andi, mit diesen schwarzen Flächen, die du ein bisschen vermisst, gerade auch in der Tiefe und so, das ist mir beim Lesen erstmal gar nicht so aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass es irgendwie leer wirkt, detailarm. Aber das ist nicht unbedingt ein Problem bei Kleist-Biografien, weil letztlich geht's da, die sind ein bisschen Mittel zum Zweck. Also Kleist kaufe ich nicht unbedingt wegen des geilen Artworks. Sage ich jetzt einfach mal so, mach mich vielleicht auch nicht damit beliebt, sondern ich kaufe den, weil ich finde, dass er sehr gut erzählen kann. Zumindest das, was ich von ihm kenne. Das sind gut recherchierte Geschichten, die ans Herz gehen, und das Ganze wird halt mit einem eher zweckmäßigen Artwork noch unterstrichen. Und ja, die Detailarmut, da war so mein grober Eindruck, aber da stimme ich dir voll und ganz zu, dass da vielleicht echt ein bisschen mehr Tiefe und so echt gut getan hätte. Mich würde mal interessieren, wie viel Zeit jetzt auch in diesem Comic geflossen ist. Gab es da irgendwelche Angaben in diesem Interview? Puh, weiß ich nicht mehr. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Mhm. Okay. Ja, Patrick, wie waren deine Eindrücke? Würdest du den zweiten Teil lesen? Ich finde ihn als Figur, also David Bowie als Kunstfigur an sich, schon recht interessant. Und ich finde auch die Idee, dass man das in so unterschiedliche Phasen unterteilt, das ist ein interessanter Ansatz. Trotzdem habe ich da auch am Anfang ein bisschen die Orientierung vermisst. Und erst als er so die Orientierung eingetreten ist, hat sich das Ganze für mich deutlich interessanter gestaltet, auch wenn mich jetzt interessiert, was haben sie jetzt mit diesem Corona-Handlungsstrang so vor? Was wollen sie jetzt mit diesem komischen Ausblick auf die Zukunft erzielen? Bei Band 2 wird er wahrscheinlich dann auch auf Christiane F. irgendwie betreffen. Kennen das ja die Kinder vom Bahnhofszoo, und da gibt so diese legendäre David Bowie-Szene, wo Quentin Tarantino sogar sagt, das ist eine der besten Filmszenen aller Zeiten. Also schon allein da den Impact, das finde ich interessanter. Und jetzt, wo dann dieses überlebensgroße Ziggy Stardust mehr oder weniger beerdigt wurde, bin ich interessiert, ob es dann auch ein bisschen persönlicher wird. Also ja, ich bin interessiert, aber ich bin auch so ein bisschen ernüchtert, muss ich auch dazu sagen. Was ich zu dem Ziggy Stardust nochmal sagen möchte, ist natürlich, dass es natürlich auch Bands gibt, die so ein Image oder eine Figur, die sie irgendwann erfinden, ihr Leben lang reiten. Manche sind ja auch in den Bänden vorgekommen, wie zum Beispiel Alice Cooper. Also Alice Cooper ist die ganze Zeit als Bühnenfigur dieses Horrorwesen, der sich selbst mal unter die Guillotine legt oder im Kampf mit Schwertern und so weiter sich da zeigt. Oder Kiss ist ja ein ähnliches Ding. Die hatten mal eine kurze Phase, wo sie unmasked aufgetreten sind, aber sind dann doch relativ schnell wieder zurückgekehrt zu eben genau diesen Kunstfiguren. Und Bowie ist jemand, der immer wieder andere Kunstfiguren, die natürlich weniger bekannt sind als Ziggy Stardust, erfunden hat, aber der es immer wieder versucht hat, da einen neuen Spin reinzubringen, ein neues Image. Und das ist gerade in dieser Zeit, finde ich das schon äußerst beachtlich, dass er das gemacht hat. Vor allem hat der Ziggy Stardust auch dann wieder einiges inspiriert. Also Andi und ich haben Raised by Wolves gesehen, da gab es so einen androgynen Roboter. Also er hat mit so dieses Androgyne erfunden. Der hat sehr an David Bowie erinnert, oder Gozer bei Ghostbusters. Also irgendwie hat der schon sehr viel beeinflusst. Und das waren für mich so diese interessanten Stellen, wo ich dann gemerkt habe, aha, so war das also. Also diese Schlüsselmomente, wenn es bei mir Klick gemacht hat, das mochte ich auch. Aber an sich ist man von Reinhard Kleist schon ein bisschen was Tiefergehendes gewohnt. Ich finde halt gerade diese Ziggy Stardust-Phase schreit nach was Inspirierterem, nach was Fantasiereicherem in der Gestaltung, dieses Science-Fiction-Epos und so. Ich finde, das findet sich halt irgendwie so wenig wieder. Also ich glaube, es wird versucht, eben alleine schon auch durch die Farbigkeit dieser Phase in seinem Leben im Kontrast zu der monochromen Vergangenheit und Kindheit und so. Aber ich finde eben, dass das bei dieser Vergangenheitsphase
besser funktioniert. Ich habe heute extra noch mal den Cache auch aus dem Regal gezogen, um da noch mal so zu vergleichen. Klar, der ist in Schwarz-Weiß gehalten, aber gerade da, also ich habe Kleist früher eben schon auch wirklich wegen den Zeichnungen gekauft und wegen des Stils, sowohl bei Lovecraft, wo es ja noch anders gestaltet war, aber dann eben auch bei Cash und mein gut, klar, Cash, ganze Man in Black Geschichte und sowas, da funktioniert es in Schwarz-Weiß ja auch ganz wunderbar und er sieht auch wirklich großartig aus und ich finde, dass das bei Bowie nicht den gleichen Effekt hat, also es wirkt bunt, aber eben nicht gezielt irgendwie, also mir fehlt da so die Inspiration, es springt mich nicht an, also es wirkt grell, aber nicht irgendwie, dass da was also es überträgt mir nicht irgendwie die Musik in Bilder und die Figur, die Fantasie wird mir hier irgendwie nicht in Bilder übertragen, also es ist nur der, ja, ein relativ simpler, biederer Stil, der durchgezogen wird und einmal halt in knallbunt und einmal in monochrom. Und den Monochrom, finde ich, funktioniert und der andere nicht. Wir können gespannt sein. Also ich sag mal so, ich habe natürlich auch parallel hier mal geguckt, was Kollegen so im Internet schreiben und da ist mir immer ganz interessant zu sehen, was dann auf der Carson-Webseite unter Pressestimmen steht. Natürlich sind da nur die besten Zitate aus der Presse drin. Auffallend ist, dass ausschließlich da Pressepublikationen genannt werden, die ich jetzt mit Filmen in Verbindung bringe, nur nicht mit Comic-Rezensionen. Da ist dann irgendwie die Zeitung XY und der Kleinstadtanzeiger XY dabei, aber ich sag mal so, hier ist nicht ein einziger Kommentar von irgendeiner Publikation, die auch nur im weitesten Sinne mit Comics in Verbindung steht. Aber der Westfälische Anzeiger und auch Deutschlandfunk Kultur hat geschrieben, starkes Storytelling. Also ist vielleicht ein Indiz auf die Frage, wie das bei Comic-Fans so ankommt. Ich habe auch sonst keinerlei einfach Infos gekriegt oder finden können auf die Schnelle, wie andere Leute dazu stehen. Und würde mich deswegen auch mal sehr freuen, von unserem Publikum, von unseren Hörenden zu hören, wie sie das Ding finden. Der ist ja jetzt auch schon seit ein paar Tagen ganz offiziell erhältlich. Und deswegen würde mich auch mal sehr interessieren, ob ihr einen zweiten Teil lesen, kaufen würdet. Das könnt ihr uns zum Beispiel auch gern schreiben in unserer Signal-Gruppe oder in unserer Telegram-Gruppe. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, wie und wo ihr das alles findet. Da guckt doch gern mal in die Shownotes rein, um da einfach mal Kontakt zu uns aufzunehmen. Denn gerade diese Interaktion mit euch, die gefällt uns schon sehr gut. Und die haben wir zum Beispiel auch in diesen Chatgruppen relativ regelmäßig, was ich gut finde. Ich finde zum Beispiel auch das Thema Sexualität ist was, das bei David Bowie irgendwie eine Rolle spielen sollte, die größer ausgeprägt ist als das, was hier drin ist. Aber es ist irgendwie, scheint es nur am Rande und ja, er hat hier und da mal irgendwie, läuft da was noch nebenbei und er führt eine offene Beziehung und er hat ein Kind und sowas nicht alles, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da vielleicht hat mich da auch dieser Queen-Film ein bisschen versaut, dass ich das sowas erwarte, wenn ich sowas lese. Keine Ahnung. Dann schau Rocketman, wenn du den nicht gesehen hast. Ja, den kenne ich natürlich auch im Kino gesehen. Der war auch cool. Haben wir sonst noch was zu Starman zu sagen, Jungs? Ich nicht. Klingt nicht so. Alles klar. Ja, mega. Dann haben wir jetzt hier zum jetzigen Zeitpunkt die Februar-Ausgabe der Comic-Cookies aufgezeichnet und freuen uns sehr auf euer Feedback. Wie gesagt, guckt in die Shownotes, nehmt Kontakt auf, wir beißen nicht und wenn wir es tun, dann nur, wenn ihr das wollt. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Ja, bis zum nächsten Mal und tschüss, ne? Ciao. Ciao. Ja, Siggy played Guitar, sage ich nur. So, nicht anders. Tschüss.